Ja, Namen Mirko, Namen Sebastian. Ich kann es ganz kurz sagen, Natal dient dazu, mehr Glück und mehr Freude in das irdische Leben zu bringen. Und weniger geht es nicht. Das klingt doch schon mal nach einer super Sache. Wer will das nicht? Genau, natürlich hat das ein bisschen Methode. Das ist ja eine Methode auf jeden Fall. Und es hat gewisse, ja, es hat gewisse Mittel, durch die das erreicht wird. Also mehr Glück, mehr Freude. Klingt vielleicht erstmal so nach ja, mehr Vergnügen oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen zu oberflächlich. Natal bringt mehr Freude und mehr Glück durch mehr Fähigkeiten, mehr Wissen und ein höheres Gefühlspotenzial insgesamt. Vielleicht fange ich mal an, wie es entstand. Also es geht zurück auf eine deutsche Psychologin, Psychotherapeutin, Dr. Gerte Lathan. Die hat in ihrer Praxis irgendwann entdeckt, dass sie mit den Patienten, mit denen sie gearbeitet hat, ja, dass sie irgendwas übertragen konnte, mental oder energetisch, durch die besser rangekommen sind an ihre Themen und wodurch denen schneller geholfen werden konnte. Und nachdem sie also begriffen hatte, sie hat da irgendwelche Fähigkeiten, hat sie sich darauf eingelassen, das zu erforschen und schließlich dann gesagt, ich möchte etwas bekommen von der Quelle, mit der ich da verbunden bin, das direkt aus den höchsten kosmischen Bereichen auf der Erde wirkt und hier für jeden selbstständig nutzbar ist. Mit dem Ziel, mehr Glück, mehr Freude, mehr mentale Gesundheit natürlich auch zu erhalten. Und das hat sie so bekommen. Die eigenen Fähigkeiten zu optimieren, wie du gerade gesagt hast. Diese Übertragung, was genau wird denn da übertragen? Kann man das ein bisschen genauer spezifizieren? Es wird das übertragen, was jeder eigentlich hat oder hatte, der herausragende neue Ideen in die Welt gebracht hat. Denk mal an große Künstler wie Leonardo da Vinci. Der hat Jahrhunderte, bevor es irgendwie technisch die Norm wurde oder irgendwie von der Mehrheit gedacht wurde, hat er Ideen gehabt, die waren Jahrhunderte seiner Zeit voraus. Also, was hat er sich alles überlegt? Hubschrauber, Taucheranzüge, Fallschirme und ja, Fluggeräte, genau, war, glaube ich, seine Spezialität. Und es gab noch andere. Roger Bacon im 13. Jahrhundert war ein englischer Mystiker, der hat damals gesagt, ja, wir werden irgendwann Maschinen bauen, um den göttlichen Willen umzusetzen. Er war Theologe natürlich. Und die werden ohne Pferde fahren und durch die Luft fliegen und riesige Schiffe, die aus Eisen bestehen und sowas. Also offenbar gibt es da etwas, das jenseits von all dem ist, was wir normalerweise an Wissen kennen aus unserer Umgebung. Wir sind ja so geprägt, Wissen steht in Büchern oder wir haben einen Lehrer, der uns was beibringt. Aber wenn man sich mit solchen Menschen beschäftigt, dann kommt man zu dem Schluss, Wissen ist eigentlich was anderes. Wissen hängt irgendwie jenseits von Raum und Zeit und ist frei verfügbar, wenn man nur diese Connection hat. Ja, da gibt es ja auch so Stichworte wie die Akasha-Chronik, die auf solche allumfassenden ja, Gebiete hinweisen. Ja, ganz genau. Man kann sagen, das kreative Schöpfungspotenzial des Geistes wird dann dort nochmal aktiviert oder auf ein neues Level gehoben. Ja, das kreative Schöpfungspotenzial ist diese Connection, kann man sagen. Und wer diese Connection hatte, der hat das auch immer als etwas beschrieben, was sein eigenes Ich überstieg. Also zumindest die, die ehrlich genug waren, die haben nicht sich hingestellt und gesagt, ja, das ist meine Genialität, die das produziert hat und ich bin so ein toller Kopf. Nein, die haben gesagt, ich bin ein Werkzeug für das, was da durch mich durchfließt. Ja, wie eine Art Channeln auch, dass Menschen, die kreativ tätig sind, sagen, da schreibt etwas durch sie oder so, dass Ja, da ganz genau. andere Kräfte wirken, ne? Ganz genau. Ja. Und mit Natal ist das gezielt nutzbar, diese Sache. Also es ist dann nicht nur vorbehalten für Leute, die besonders begabt sind oder irgendwie von denen das angeboren wurde, sondern man kann das tatsächlich trainieren, diese Zustände. Und es wurde auch nachgewiesen, dass das was im Gehirn macht und dass das funktioniert und reproduzierbar ist.
Hört sich nach einer sehr individuellen Sache an, wo man zu seiner eigenen Natur finden muss. Das Individuelle kommt da rein, als dass jeder Einzelne natürlich diesen Kontakt hat bzw. bekommt durch das Training und von dieser Quelle persönlich sozusagen geführt wird in die Themen, die für ihn wichtig sind. Bedeutet, Nahteiltraining ist ein sehr individuelles Training, womit derjenige zu seiner eigenen Schöpferkraft wiederfindet. Und das ist ein sehr unterschiedlicher Weg für jedes Individuum, denke Es ich. ist tatsächlich hundertprozentig individuell, ja. Und es kommt tatsächlich nur darauf an, was aus übergeordneter Sicht für denjenigen, der das macht, was für den vorgesehen ist. Also was Gert-Hiltje Lathan gemacht hat oder was ich auch mache oder die anderen Trainer, die das heute machen, wir unterstützen das mental, dass diese Verbindung entsteht oder verstärkt wird und geben Tipps zum Übungsablauf. Und was da inhaltlich kommt, darauf haben wir weder Einfluss, noch ist es an uns, das irgendwie zu werten oder in irgendeine Richtung zu lenken. Das geht ausschließlich nach den Absichten, die aus übergeordneter Sicht für denjenigen vorgesehen sind und was für den am besten ist. Wo ist das nochmal zeitlich einzuordnen, die Entdeckung von der Dame? 1972 war so die Initialzündung. Sie hat dann das noch jahrelang in ihrer Praxis ja erstmal so erforscht quasi oder privat gemacht, abends mit einzelnen Leuten. Und dann 1980 hat sie dann ja, sich auch den Entschluss gefasst und auch den wahnsinnigen Mut gehabt, dass sich damit hundertprozentig selbstständig machen und das ausschließlich zu lehren. Man muss dazu sagen, 1980, da war, wenn man über Intuition sprach, oder über solche Dinge, über die wir hier gerade sprechen, da wurde man ziemlich schnell für verrückt gehalten. Man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen. Heute hat man YouTube und sowas ist relativ frei zugänglich, dass es sowas gibt, aber man wurde wirklich schräg angeguckt in den Anfang der 80er. Und sie hat damals auch ist nicht groß nach draußen gegangen. Das war alles über Mundpropaganda und Hörensagen, die offensichtlich gut funktioniert hat. Ich meine, Natal funktioniert fantastisch, deswegen haben sich immer wieder Leute davon angezogen gefühlt, wenn einfach jemand erzählt hat, ich habe da was Fantastisches gemacht. Erst so in den 90ern kam das, dass die Gesellschaft da offener wurde. Dann haben sich ein paar Manager geoutet, ich vertraue auf Intuition. Haben nicht gesagt, ich bin an die kosmische Urquelle angebunden, so weit gehen die dann nicht. Aber immerhin das Wort Intuition war salonfähig oder salonfähig. Und dann konnte man offener darüber sprechen. Ja, und sie hat ihr Ding 40 Jahre lang durchgezogen. Erst alleine, dann zusammen mit ihrem Ehemann. Ich meine, diese Problematik haben wir ja leider heute auch noch in vielen Themenbereichen, dass obwohl es sehr gute Nachweise und Belege gibt für gewisse Themen, dass dann trotzdem Leute, die sich damit nie beschäftigt haben, noch aufgrund ja, vorheriger Programmierung glauben, dass das alles Quatsch ist. Und du sprachst auch gerade von Nachweisen für Erfolge des Natal-Trainings. Welche genauen Nachweise kann man sich denn da oder hat man denn da schon gefunden? Gibt es da zum Beispiel irgendwelche Hirnströme, die sich da verändern oder Gehirnaktivitäten an sich? Was für Belege gibt es denn da? Ja, ganz genau. Das war schon 1985. Damals, es gibt in Stuttgart gibt es das Institut für Kommunikation und Gehirnforschung, heißt es, glaube ich, Dr. Günther Haffelder. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Also auf jeden Fall betreiben das seine Nachfolger weiter, dieses Institut. Und der hatte seinerzeit entwickelt ein Spektrum-EEG. Das heißt, man konnte damit das Gehirn ganzheitlich abbilden über beide Hemisphären. Und in Echtzeit das Spektrum der Gehirnwellen aufzeichnen und als Landschaft quasi darstellen. So, das hat er mit Natal-Probanden gemacht und er festgestellt, was da passiert, das ist eigentlich völlig außerhalb der Norm dessen, was er bisher gemessen hat. Erstens, es gibt ja viele Methoden, die sprechen von Synchronizität der Gehirnhemisphären und dass das also in Meditation auftritt und in bestimmten Zuständen einfach. Natal macht das über einen Frequenzbereich, der so noch nicht bekannt ist oder den keine andere Methode einfach hat. Unterscheiden ja im EEG verschiedene Frequenzbereiche oder bei den Gehirnwellen. Es gibt den Alpha-Bereich, das ist die
entspannte Konzentration vom Wachsein, den Beta-Bereich. Ich weiß jetzt die genauen Frequenzen nicht, aber das ist geht von hoch bis tief. Also Beta-Bereich ist Aktivität, Stress, also hohe geistige Aktivität. Delta-Bereich tritt eigentlich nur in Tiefschlaf- und Trance-Zuständen auf. Und ja, genau, die drei sind es im Wesentlichen. Und die treten alle drei gleichzeitig auf während einer Natalsitzung. Und dazu kommen unter bestimmten Umständen sogar Hirnwellen, die sehr langsam sind, also unter ein Hertz, unterhalb des Delta-Bereiches, die man gar nicht zuordnen kann. Ja, spannend. Vermutlich, nur das zum Abschluss, vermutlich sind das die Aktivität, die Hirnaktivität, die auftritt, wenn man solche Inputs bekommt. Wenn die Connection steht, ja. Ja, hochinteressant. Eine Frage noch, der Begriff Natal, steht der für irgendwas? Ist das eine Abkürzung oder wo kommt der Begriff an sich her? Das ist der Name Latam umgedreht. Rückwärts. Ah, okay, habe ich mir schon gedacht. Ja. Ich habe es schon gecheckt. hat den Hintergrund, was ich eben gesagt habe, es kommt nicht darauf an, was der Trainer denkt, was für denjenigen wichtig ist. Natal ist auch nicht, also man kann nicht sagen, sie hat das in die Welt gebracht, aber wie die Methode funktioniert, das hat sie selber aus der Quelle bekommen. Ich bin gerade noch an dem Punkt fest am Hängen mit den verschiedenen Energiewellen des Bewusstseins, weil ich habe ein bisschen technischen Hintergrund auch und ich weiß, wie so eine Spannungskurve verläuft und wenn eine gewisse Frequenz sich so darstellt und da dann drei verschiedene sich zu einem Strang zusammen verbinden, das löst gerade sehr viel bei mir aus. Ja, und natürlich nicht nur einzeln, sondern wirklich perfekt synchron. Ja, wahrscheinlich gibt es dann lange Wellen, die mit kurzen Wellen geglättet werden. So stelle ich mir das gerade vor. Zu dem Namen, Natal Latan. Also sie hat das vermittelt bekommen. So wie das funktioniert, mit allen Regeln und Symbolen, hat sie das von der Quelle selbst vermittelt bekommen. Also sie hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ich erfinde das jetzt und ich entscheide, das ist so und so und so. Sie hat Anweisungen bekommen, wie das umzusetzen ist. Und das wollte sie ausdrücken durch dieses Rückwärtsschreiben ihres Namens, dass es nicht sie ist, die das bestimmt, sondern dass sie sich zurücknimmt und wirken lässt. Und das ist das, was jeder auch verstehen muss und machen muss, der das weitergeben will. Sie hat das, wie gesagt, sie hat das 40 Jahre lang durchgezogen, ihr Ding, und hat vor einigen Jahren begonnen, das an langjährige Schüler weiterzugeben. Also das sind jetzt, ich glaube, 8 oder so insgesamt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir machen das in ihrem Namen und genau auf diese Weise weiter. Also das ist eine der Voraussetzungen, dass keiner sich da in den Vordergrund mitstellen will und sagen, ich bin hier der große Guru oder irgendwas. Unsere Aufgabe ist es, das genauso weiterzugeben und umzusetzen und nichts dazu zu dichten, nichts wegzulassen und auch nicht irgendwie zu verändern. Also Natal ist in der Hinsicht kanonisch, kann man sagen. Und Menschen könnten es höchstens schlechter machen, aber nicht verbessern, weil es ist nicht von Menschen gemacht, streng genommen. Also kann man sagen, das Natal-Training ist aus dem Prozess entstanden, den es auch selbst auslöst. Ja, ganz genau. Ja, sehr interessant. Also es ist dann diese Verbindung, die hat ja eigentlich jeder von uns irgendwo und oftmals ist sie ja verschüttet oder auch durch Blockaden nicht mehr zugänglich für viele. Und Natal löst dann auch diese Blockaden oder hilft demjenigen individuell seine Kanäle, die für ihn vorgesehen sind, wenn man so möchte, von der Schöpfung, da auch besser zugreifen zu können. Ja, also erstmal ist es eine energetische Übertragung. Die geschieht mental durch den Trainer. Dadurch wird diese Anbindung erstmal geknüpft, wenn sie, also sie wird verschüttet oder wieder aufgemacht. Und dann, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr liegt da oder sitzt bequem, habt die Augen zu und visualisiert euch innere Bilder. Und über diese Bilder entsteht dann diese Synchronizität,
Das sind zunächst bestimmte vorgegebene, ja, symbolische Landschaften, sage ich mal. Nichts Außergewöhnliches, auch keine esoterischen Symbolik oder sowas. Na, halt ist der sehr allgemein und bodenständig, kann man sagen. Und dadurch gerät man erstmal in diese Ruhe und in diese Synchronizität. Man visualisiert sich dazu eine innere Führung, die quasi diese Urquelle symbolisiert, die einen, von der man sich dann führen lässt. Und man wird genau da abgeholt, wo man jetzt steht in seinem Leben mit genau seinen Fähigkeiten, seiner Vorgeschichte, seinen Belastungen, seinen Blockaden. Und natürlich wird man auch an die Blockaden geführt, beziehungsweise muss auch direkt fragen oder darum bitten, dass bestimmte Dinge gelöst werden. Und dann kann sehr viel in sehr kurzer Zeit geschehen, was man teilweise auch Sachen, wo man jahrelang geknackt hat, wo man mit Psychotherapie dran war, einfach durch diese Übertragung und durch diese Synchronizität geschieht sehr viel in kurzer Zeit. Und in diesen, und dieses, es ist tatsächlich, tatsächlich hat der Dr. Hatzfelder damals gesagt, das ist ein, ich sehe hier den Nachweis dafür, dass sich neue Synapsen bilden. Das war wohlgemerkt 1985, das war bevor die allgemeine Neurowissenschaft überhaupt in Betracht gezogen hat, dass sich im Erwachsenengehirn neue Synapsen bilden können. Das hat man gar nicht für möglich gehalten vorher. Sind denn diese Bilder, die man sich da vorstellt, sind die vorgegeben oder auch individuell, dass da jeder sich selber seine eigene Landschaft, sag ich mal, vorstellt und dann auch dieser Geistführer oder dieses führende Wesen der höheren Ebene, ist das auch ein individuelles oder gibt es da auch bestimmte Richtlinien, an wen man sich da halten sollte? Also, das sind so ein paar Stationen, kann man sagen. Es beginnt an einem Sandstrand zum Beispiel. Das ist die einzige Vorgabe, ein Sandstrand. So, da kannst du dir einen Sandstrand visualisieren oder der entsteht dann vielleicht auch einfach spontan in deinem Kopf, was immer du für Präferenzen hast. Das ist alles. Und diese Führer, es sind zwei im Übrigen. Wir brauchen zwei, weil wir sind rechts, links, männlich, weiblich, oben, unten. Deswegen haben die selbst gesagt, ihr braucht zwei von uns. Einer ist zu abstrakt. Die sind erstens auch völlig individuell. Zweitens zeigen die sich dann so, oder deren, wie die aussehen dann, ist gleichzeitig ein Spiegelbild dessen, was in uns selber vorgeht dabei. Das kann sehr interessant sein. Und die zeigen sich dann spontan oder sollte man sich da schon einen gewissen Menschen oder Humanoiden oder vielleicht auch ein Tier vorstellen dabei oder kommt das dann einfach, diese Gestalt? Nee, das muss man aktiv wollen. Überhaupt muss man bei Natal immer alles, was geschieht, es geschieht nichts, ohne dass man es will. Also man muss speziell am Anfang natürlich aktiv wollen, dass was geschieht. Und man muss sich schon aktiv dann zwei Personen vorstellen. Also nicht krampfhaft, gibt dann, wenn jemand sich verkrampft oder so, gibt es Tricks, wie das dann ziemlich einfach geht. Und Was wäre so ein Trick zum Beispiel? dass man sich vorstellt, es kommt ein Schiff auf dem Meer gefahren und da steigen zwei Leute aus. Okay. Und diese Visualisierung ist auch schon direkt der erste Einstiegsschritt oder gibt es da noch vorbereitende Maßnahmen, die man Nein, vorher treffen sollte? das ist direkt der erste Einschritt, Okay. der Einstieg. Also Natal ist keine, man braucht es nicht zu kombinieren mit irgendwas was anderem. Es gibt keine Meditation davor. Also es fängt direkt an. Ja, du bist dann am Strand, so, und da kommen zwei Gestalten auf dich zu. Das ist der Einstieg. Und alles Weitere ergibt sich daraus. Aber ich kann mich jetzt nicht einfach hier alleine zu Hause hinsetzen und diese Schritte dann abgehen, sondern wie du sagtest, da muss schon jemand sein, der darin trainiert ist, der diese Kanäle schon geöffnet hat und dieses dann weitergibt an den Ja, Schüler. erstens ist es tatsächlich eine Frage von dem energetischen Ausgleich. Diese Übertragung muss zwingend stattfinden. Ich stelle mir das so vor, wie, also man kann sich nicht an seinen eigenen Schnürsenkeln hochheben. Es geht ja darum, dass man an höhere Gefühlsintensitäten, an neue Gefühlsintensitäten kommt. Und die müssen übertragen werden. Und dazu kommt, es ist sehr wichtig, dass man diese Methode richtig lernt, weil man geht schon gleich am ersten Tag eigentlich in Bereiche, oder genauer gesagt, man geht durch Bereiche durch, wo viele andere Methoden, ich sage mal klassische Meditation oder sowas, wo die ja
sehr langfristig, wo man sehr langfristig üben muss, bis das einigermaßen ausgeglichen ist. Man lässt diesen ganzen, ich nenne es mal Astralbereich, lässt man eigentlich hinter sich. Sofern man nicht sehr blockiert ist. Aber man kann durch Ebenen einfach durch, in denen man sonst sehr viel arbeiten müsste, und dann jenseits davon mit dieser Führung sich sicher bewegen. Und dieser Punkt Sicherheit ist ganz wichtig, weil wir reden davon, dass wir hier Dinge mit der Psyche machen, die weit jenseits von unserem Alltagsvermögen und unserer Alltagserfahrung sind. Und man muss eine Sicherheit haben, ein Vertrauen, dass man das dann auch richtig macht und dass man nicht in Bereiche aus Versehen reingeht, wo es dann unangenehm wird. Jeder, der medial unterwegs ist, eigentlich machen wir da nichts anderes. Es ist eine Art von methodischer Medialität, könnte man vielleicht sagen. Jeder, der medial unterwegs ist, weiß ja, er muss immer ja, in der Ruhe sein, und er muss ja, sicher geführt sein. Er muss auch sich von Bereichen fernhalten, die energetisch schwer auszuhalten sind oder negative Wirkung haben. Und das ist mit Nachteil von Anfang an garantiert, dass sowas nicht passieren kann. Aber es erfordert eine richtige Einführung. Und das geht nur mit einem Lehrer. Ist auch wiederum so eingebaut, also von der Quelle so entschieden, damit es einfach richtig gemacht wird. Dass man sich dann in diesen Ebenen nicht verliert und, wie du schon sagst, in Bereiche kommt, die noch etwas überfordernd sein könnten in dem aktuellen Bewusstseinszustand, sondern Schritt für Schritt aufgearbeitet wird, woran man noch zu arbeiten hat. Ja, hört sich alles sehr gut, hört sich alles einfach an, wenn ich das so erzähle. Es ist einfach, wenn man sich richtig führen lässt und das richtige Vertrauen hat. Aber das muss aufgebaut werden. Aus sich alleine ist man schnell überfordert. Versuch mal ein Beispiel zu finden oder noch einen anderen Aspekt davon. Sag mal, jemand will sich mit seiner, man hat irgendwie den Wunsch, seine verstorbenen Großeltern zu sehen oder sowas in diesem Zustand, oder seine verstorbenen Eltern, irgendwas zu klären. Wenn das jetzt aus übergeordneter Sicht so aussieht, als würde das nichts bringen oder diejenigen zu sehr destabilisieren, dann würde das nicht erlaubt werden. Es kann sein, dass mit solchen Personen oder solchen, ja, dass mit solchen Personen irgendwelche Dinge nicht geklärt sind, die denjenigen völlig aus der Bahn reißen würden. Solch ein Kontakt würde ja jetzt nach meinem Verständnis dann doch auf der Astralebene stattfinden auch, oder nicht? Ja, in so einem Seitenbereich. Dadurch, dass man mit dieser Führung richtig geschützt ist, wird das dann so dosiert, entweder es wird nicht erlaubt oder es wird so dosiert, dass man in der richtigen Intensität, dass man gestoppt wird, bevor man da sich zu sehr reinfallen lässt. Auch wenn man jetzt an Ängsten, Depressionen und so weiter arbeitet, da muss man sich genau führen lassen, dass man sich darin dann nicht verliert und also in irgendwelchen negativen Gefühlen dann reinfällt sozusagen, wo man dann auch nicht aus eigener Kraft wieder rauskommt. Ja, das Labyrinth des Bewusstwerdungs, und da gibt es dann einen roten Faden, der einen da rausziehen kann, ja. Und das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Wenn es dann darum geht, dass man irgendwo ins Universum reist, sich andere Planeten anguckt oder sowas, da hat man dann überhaupt keine andere Wahl, außer, stellt euch mal vor, ihr reist in irgendein fremdes Land, wo ihr die Sprache nicht sprecht, wo ihr niemanden kennt, wo ihr die Normen und Sitten nicht versteht und gar nicht wisst, wie ihr euch da verhalten sollt. Genau sowas macht man schon nach 2 Tagen kann man das mit Natal machen, in einem anderen Zusammenhang dann. Und also wenn man da sich nicht führen lässt, dann gerät man sonst so hin. Aber nicht an Erfahrungen, die einen bereichern. Wie ich eingangs gesagt habe, es geht um Freude und um Glück. Man gerät bestimmt nicht an Erfahrungen, die einen bereichern, sondern an irgendwas. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, sonst könnte man auch schnell in Schwierigkeiten geraten, wenn man die Sitten und Gebräuche der dortigen Gegend nicht kennt, ja. Ja, genau. Ja, das ist ja in diesem Stufenprozess integriert, dass wir uns immer mehr unserer Welt erschließen. Und wenn wir da jetzt 5 Stufen auf einmal nehmen wollen, dann würde uns das tatsächlich überfordern, weshalb das alles so
stufenweise vonstatten gehen muss und man sich da dann immer mehr seine Welt erschließen muss. Man hat das, auf jeden Fall hat man selber sein Programm, ich sag mal sein Plan, seinen Sinn. Als ich damals das angefangen habe, da war ich 20 und ich wusste nicht so richtig, was ich beruflich machen will im Leben. Und dann bin ich auf diese Anzeige von Natal gestoßen, war damals eine Zeitschriftenanzeige. Da stand so das und das und das und Ihre Berufung kennen Sie noch gar nicht? Fragezeichen. So, das hat mich getriggert, weil ich hatte den Wunsch, ja, wenn ich jetzt mich für einen Weg im Leben entscheide, dann will ich was machen, was aus höherer Sicht das Richtige für mich ist. Ja, es war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich im Leben je getroffen habe, das zu machen. Also auch schon Also eine das Art Training. Fügung der Führung. Ja, es war eine Fügung und es war mein bewusster Entschluss, dass ich sowas machen will. Würde jedem Menschen das offenstehen, sich auch für so etwas zu entscheiden? Ja, auf jeden Fall. Die bewusste Entscheidung dafür ist das A und O. Man muss ja, hatte ich eben schon angeschnitten, man Genau, muss der sich Wille ist entscheidend, um da überhaupt reinzukommen, ja. der Wunsch, sich zu verändern, die Offenheit gegenüber so einer Betätigung natürlich und dann sich führen lassen. Wenn man sowas machen will, muss man natürlich einerseits das bejahen, dass sowas geht. Davon abgesehen ist es aber völlig unabhängig davon, was für eine Weltanschauung man hat oder für religiöse Vorstellungen oder wie ich sagte, Natal ist keine esoterische Lehre, verwendet auch keine esoterischen Symbole. Also die Gerte Lathan war Tochter eines Unternehmers, sehr, sehr gebildet, sehr stilvoll. Im Prinzip das, was in so, das, das, was so eine Geisteshaltung ausdrückt, noch gesteigert. Das könnte man vielleicht sagen, ist der Anspruch von Natal. Also, dass man an sich arbeitet, dass man Fähigkeiten kultiviert, dass man was Positives zur Gesellschaft beiträgt. Wenn man sagen kann, wenigstens ein Teil meiner Motivation stimmt damit überein, dann ist man gut aufgehoben. Gibt es sonst noch irgendwelche Qualifikationen, nenne ich es einfach mal, die man im Vorfeld mitbringen müsste als Schüler? Oder reicht schon wirklich, wie du gerade sagtest, der Wille, etwas zu verändern und ja, die Absicht, sich selber zu verbessern? Eine einzige, die Fähigkeit zu visualisieren. Darauf basiert das Ganze. Man liegt oder sitzt da bequem und stellt sich innere Bilder vor. Das sollte gehen. Es gibt sehr wenige Menschen, ich glaube 1% oder sowas sind es, also es sind wirklich nicht viel, die tatsächlich nicht visualisieren können. Warum weiß man nicht, aber viele können visualisieren und denken, ich kann nicht visualisieren, weil sie denken, das muss so ablaufen wie, das muss so stofflich real sein wie in einem Traum oder sowas. So ist es gar nicht gefordert. Also wenn man sich, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich, wie gesagt, wenn ich sage, du bist an einem Sandstrand und man hat irgendwie ein Bild im Kopf, dann reicht das. Weil es muss nicht, und am Anfang schon gar nicht, es muss nicht so sein, als ob man da schon das Meer riechen kann, obwohl das hilfreich ist, weil es geht ja nachher um Gefühle und Gefühle entstehen auch dann durch die anderen Sinne. Aber ja, das ist die Voraussetzung. Wie gesagt, keine anderen Voraussetzungen an Weltanschauung oder Überzeugung und sowas. Einfach nur die Bejahung, ja, sowas geht und ich will mich geistig entwickeln. Ja, klingt nach sehr viel Potenzial, was man da freischalten kann. Wie läuft denn dann so ein Training ab? Also du sagtest, erstmal geht diese Visualisierung. Wie lange dauert sowas, erstmal so eine Ausbildung dazu? Die Grundausbildung sozusagen, also Intensivausbildung, dauert 5 Tage am Stück. In den 5 Tagen macht man pro Tag 2 solche Übungen. Und danach ist man auch geschlaucht. Klingt nicht danach, weil man äußerlich geschieht nicht viel. Aber es ist eine unglaubliche geistige Anregung dabei. Und diese Synapsenneubildung, die braucht ganz schön viel Energie. Es ist jedes Mal fantastisch, was das mit den Leuten macht. Und aber der Stoffwechsel ist richtig angekurbelt. Nach ein paar Tagen hat man richtig, richtig Kohldampf. Also ich sage auch allen Teilnehmern, fangt davor auf keinen Fall eine Diät an oder sowas. Da schießt ihr euch ins Bein, weil ihr braucht alle Kraft, die ihr habt. Also dann gibt es die besten Ergebnisse. In den 5 Tagen geht erstmal, also 1,5 Stunden Übung circa.
dann Nachbesprechung, das heißt, jeder erzählt, was er so erlebt hat. Da lernt man auch sehr viel von den anderen und hat so Muster. Ich gebe dann Feedback. Mittags sollte man sich ausruhen, also nicht die E-Mails checken oder einen Schweinebraten essen, vielleicht auch nicht, weil zu schwer. Also nachmittags muss man auch noch irgendwie einigermaßen wach sein und konzentriert. Genau, das macht man 5 Tage am Stück. So ab dem dritten Tag kann man sagen, kommen die meisten Leute an die Punkte oder an solche Gefühle, dass sie sagen, das hätte ich mir niemals selber ausdenken können. Das ist was, was außerhalb von mir kommt. Das ist was völlig Neues für mich. Da macht's dann oft so Klick. So, manchmal früher, manchmal später, aber das ist so oft am dritten Tag, interessanterweise. Sagst, man kommt da an Gefühle. Also durch die Visualisierung werden dann neue Szenarien, in die man sich geistig begibt, erzeugt oder man wird dort reingeführt und die lösen eine emotionale Reaktion aus, die dann zu tieferen Erkenntnissen führt. Genau, also du wirst in meinetwegen in ein Zimmer aus deiner Kindheit geführt. Und dazu entstehen dann Gefühle, die kommen einfach. Also die Gefühle kann man sich weder basteln, noch sich irgendwie ausdenken. Die sind dann da. Durch diese Synchronizität ist man ja gleichzeitig in Verstand und Gefühl, das heißt in Bildern und in dem, was alles da dran hängt. Und dann muss man erfragen, was ist das hier? Was macht das mit mir? Ich empfinde jetzt, Freude oder ich bin aufgeregt. Ich merke, ich war hier aufgeregt. Vielleicht ist das was aus der Vergangenheit oder so. Und dann arbeitet man damit. Sind das denn hauptsächlich positive Emotionen, die dann angeregt werden oder aufgedeckt? Oder kann das auch schon mal sein, dass man da in negative, vielleicht sogar traumatische Erinnerungen zurückgeführt wird, die dann um Auflösung verlangen? Ich war bislang bei den Beispielen, die braven Beispiele sozusagen. Man kann sofort an alle möglichen Blockaden ran. Wenn das etwas ist, was einen belastet und stört, muss man das sogar machen. Immer auf eigenen Wunsch. Also man muss sagen, ich komme jetzt so noch nicht weiter. Im Übrigen, man merkt das sofort, wenn irgendwas blockiert. Es gibt diesen vorgeschriebenen Weg, also der geht los an, wie gesagt, dem Sandstrand, dann kommt ein Wasserbecken und so weiter, wenn das hakt. Das heißt dann, irgendwas stört noch und man muss da was dran arbeiten. Dann muss man den Begleitern sagen, führt mich bitte dahin, wo das entstanden ist oder warum komme ich jetzt hier nicht weiter oder warum empfinde ich jetzt solche Unruhe? Und dann kann man herangeführt werden. Vielleicht sind das Sachen aus der Kindheit oder früheren Leben oder vorgeburtlich oder was auch immer oder Beziehung mit dem Partner oder was immer. Was immer da so an normalen Sachen rauskommen kann. Ja, es ist, also die schwierigen Sachen, die ganz schwierigen traumatischen Sachen und oder Belastung, wenn da jemand dran hängt, dann kann ich dem helfen. Also es ist möglich, dass ich das als Einzelsitzung mache. Auch im Seminar kann ich mit demjenigen beiseite gehen oder in einen anderen Raum. Und das ist dann wie, ja, also er liegt dann da und erzählt mir, was passiert und ich sage ihm dann direkt, was er machen muss. Ich greife auch da nicht ein. Es geschieht alles durch die Führung, aber man kann dann Sachen direkt löschen lassen, die einen belasten und dann auch die Gefühle, die eigentlich da sein sollten, sich machen lassen danach. Also wenn die Ängste oder die Trauer oder was auch immer weg ist, dann kann plötzlich das entstehen, was da sein sollte. Und auch das ist ein neues Gefühl, das man nicht kennt bislang, das aber im Universum vorhanden ist und das einem dann gegeben wird. Das ist der Anfang. Und wenn man soweit dann gut gelaunt ist und das so gestattet ist, dass man weitergeht, dann kann man an andere Orte im Universum gebracht werden, auf andere Planeten. Und schaut dann, was sind da für Gefühle? Und das sind bestimmt keine Sachen mehr, die man auf der Erde kennt. Ich war ja immer ein großer Star Trek-Fan von Jugend auf. Und ich fand das immer eine geniale Vorstellung. Ja, man reist das Universum und lernt fremde Planeten kennen, andere Wesen dort. In den 90ern hatte man noch Videokassetten. Ich hatte damals alle Folgen von Next Generation zumindest aufgenommen, auf Videokassetten, hatte das ganze Regal voll.
Nachdem ich Natal gemacht hatte, konnte ich es tatsächlich machen. Und habe festgestellt, das ist ja viel besser als das, was Star Trek mir da erzählt, ja. Das ist ja doch manchmal etwas Stereotyp oder allzu eine Projektion von allzu irdischen Problemen. Und es war dann erstmal lange Zeit uninteressant. Also Später gab ab es dem dann. Moment fandst du Star Trek langweilig, ja? Ja, in Stellen. Also ich bin dem schon treu geblieben, langfristig. Es gab ja noch andere Serien und so. Das habe ich mir durchaus alles Aber nach du wie vor hättest die gegeben. Sendung dann besser schreiben können, Ich hätte sie besser schreiben können, ne? genau. Übrigens, Gene Roddenberry war ja jemand, der hat auch an, ich glaube, an medialen Sitzungen teilgenommen. Also der hat das auch von irgendwo vermittelt bekommen. Aber ich weiß nicht genau, aus welcher Quelle, aber das habe ich mal gehört, dass ich glaube schon, dass das so war. Und also es kam nicht von ungefähr. Natürlich musste er das für ein irdisches Fernsehpublikum irgendwie umsetzen. Glaubst du denn zum Gut, aber. Beispiel, dass deine vorherige Beschäftigung mit Star Trek oder dass man sich schon mal in solche Möglichkeitsräume reingedacht hat als Zuschauer, dass das auch förderlich ist, um dann später weiterführende Räume besser verstehen zu können oder sich selber begreifbar zu machen? Oder ist es unabhängig davon, auch wenn du jetzt gar kein Vorwissen hättest von solchen Sachen wie Star Trek, dass man trotzdem, wenn man auf diese anderen Planeten kommt, das einfach so hinnehmen kann und für sich auch umsetzen kann oder wahrnehmen kann? Was das an positiven Voraussetzungen schafft, ist, Star Trek ist eine positive Utopie von, wie Menschen in der Zukunft sein könnten, wenn alle irdischen Probleme gelöst sind. Ich habe da immer dran geglaubt, dass das möglich ist und glaube es nach wie vor. Wenn man mit so einer positiven Grundhaltung rangeht, das sind 50% der Miete oder vielleicht sogar noch mehr. Wenn man gut gelaunt ist, wenn man gut gelaunt an die Sitzung rangeht mit einer positiven Erwartung, dann kann nur was Positives kommen. Ja, wenn man sich das angeeignet hat und das für einen selbstverständlich ist, es sind genialere Sachen machbar, als wir heute haben, technologisch, aber auch geistig. Und das Universum wimmelt von Leben und und da gibt es ganz viele faszinierende Sachen zu entdecken. Wenn diese Begeisterung von vornherein da ist, dann trägt einen das. Ja, dann kommen auch entsprechende Sachen, die damit in Resonanz gehen und das noch steigern. Ja, und das sind dann neue Gefühle, die man irgendwo im Universum bekommt. Und das Geniale ist aber, das ist nicht, dient nicht bloß dazu, es dient nicht dazu, die spirituelle Neugier zu befriedigen oder als Abenteuerurlaub. Es hat was mit einem selber zu tun. Wenn man also auf einem anderen Planeten ist und da kriegt man gezeigt, wie die Pflanzen anbauen. Dann dient das natürlich dazu, dass man dann fragt, können wir das auf der Erde auch machen? Und dann kommt vielleicht irgendwelche Sachen wie, ja, versucht das mal mit solchen und solchen elektrischen Feldern oder sowas. Ist kein neues Beispiel, sowas wurde schon gemacht. Aber also da kommen dann Informationen, die verwertbar sind. Manchmal sind es tatsächlich faszinierende wissenschaftliche Neuigkeiten. Aber es können auch Sachen sein, die den eigenen Charakter betreffen oder das eigene Leben oder die Gesundheit des eigenen Haustiers oder sowas. Einfach alles Sachen, die einen nützen und die einen bereichern. Spielt Zeitlosigkeit in den Sphären auch eine Rolle, Hannes? Wie meinst du das? Ist da ein Ablauf von Szenerien oder ist da eine gewisse Zeitlosigkeit, die stattfindet? Also ist Zeit in den Räumen weiterhin vorhanden? Du liegst natürlich auf deiner Liege irdisch und Zeit vergeht. Aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus, ob du ein Zeitempfinden hast oder sich das Zeitempfinden ändert. Interessante Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich kann sich das Zeitempfinden ändern. Grundsätzlich kann sich deine gesamte Wahrnehmung ändern. Es ist niemals so, dass du desorientiert bist. Es läuft nicht nach unseren normalen Erwartungen sicherlich ab. Da ist die Krux meistens eher Ungeduld. Wenn man in einem schönen Gefühl ist, neigt man ganz schnell dazu, das abzukürzen. Das ist einfach eine Konditionierung oder eine schlechte Angewohnheit auch, dass man sich sagt, ah ja, jetzt. Das war jetzt kurz angenehm, jetzt weiß ich es ja. Nein, man muss das mitunter lange wirken lassen. 5 Minuten,
30 Minuten. Was man selbst denkt, wie lange das gehen muss, ist unmaßgeblich. Maßgeblich ist das, was man von seiner Führung in dem Moment gesagt bekommt. Nein, bleib jetzt noch drin. Man muss dann sogar aktiv sagen, ich merke, ich bin ungeduldig. Helft mir bitte, dass ich mehr Geduld habe, mehr Ruhe. Mit aktiv sagen meinst du auch dann diese Worte wirklich physisch aussprechen oder reicht das, wenn man das im Gedanken innerlich sagt? Ja. Und Zeitlosigkeit ist dann, ja, ich würde wirklich sagen, es läuft nicht nach unseren Erwartungen ab von Dauer. Wenn man dann eine halbe Stunde in diesem Gefühl war und sich den Gedanken und sich das und sich gleichzeitig so am Riemen gerissen hat, dass einem nicht langweilig wird oder sich oder denkt, verdammt, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter, dann kann dann plötzlich in einer Minute kann sich alles Mögliche abspulen, was man daraus an Informationen gewinnt. Wenn man so geübt ist, dass man das einfach geschehen lässt, dann kriegt man irgendwann signalisiert, jetzt ist okay und jetzt Frage. Jetzt stell Fragen. Und dann spult man Fragen ab. 5, 10, 30 Fragen. Und hat unheimlich viele Gedanken und Erkenntnisse, die sich daraus dann ergeben. Das sollte man dann sich auch alles notieren nach der Übung, weil da kommt dann sehr viel Tipps und Erkenntnisse, die man im Alltag umsetzen kann. Je mehr man notiert, umso besser ist das dann, ja, kann man sich später erinnern und abrufen. Also am besten dann so eine Art Diktiergerät mitlaufen lassen und solche Sachen sofort aussprechen. Kann man auch machen, ja. Wenn man allein ist, auf jeden Fall. In der Gruppe ist es ein bisschen störend natürlich, aber ja, ist ein gutes Verfahren. Und kann es dann auch sein, dass man, wenn man mit gewissen Erwartungshaltungen, die man nicht mitbringen sollte, wie du gerade sagtest, ich bin sowieso kein Freund von Erwartungshaltungen, die schaffen meist Enttäuschungen, aber ist ja schwer oft, die mal loszulassen, wenn man sich in neue Umgebungen begibt oder auch geistige Umgebungen. Aber können diese Erwartungshaltungen, wenn man sie denn hat, auch dann verfälschte Informationen vielleicht liefern, dass man die, ich sag mal, rein fantasiert? Oder ist das wirklich so konkret zu unterscheiden von diesen Wahrnehmungen, die einem diese geistigen Führer dann geben? Das kann passieren, ja. Aber wenn man den Kontakt richtig hat zu der Führung, dann geschieht nichts weiter, als dass es dunkel ist. Oder dass man merkt, ich komme nicht voran. Also da greifen die Führer dann schon ein und blenden diese eigenen Erwartungsvorstellungen schon aus der Wahrnehmung. Ja, sie lassen dich einfach auflaufen sozusagen. Ist dann ein Wink mit dem Zaunfall eigentlich. Das sind dann diese Feinheiten, warum das wichtig ist, das unter richtiger Anleitung zu lernen, weil man muss ein paar Mal stolpert man auf diese Weise auch so in sowas rein. Und wenn man dann muss man wirklich erkennen, da wird mit dem Zaunfall gewunken. Jetzt muss ich mich zurücknehmen und sagen, okay, ich merke, irgendwas mache ich jetzt falsch. Ich bitte um innere Ruhe. Was war das jetzt? Was stört mich? Was stört jetzt gerade? So muss man dann vorgehen. Und dann vielleicht muss man noch was anderes lösen dann. Oder manchmal ist man einfach zu unruhig und muss sich aktiv, indem man die Führer visualisiert, Ruhe holen quasi oder geben lassen. Dann kann es auch schon weitergehen. Sind das denn immer die gleichen Führer, die einem da helfen, diese Ebenen zu bearbeiten oder zu betreten? Oder sind das auch je nach Themenbereich vielleicht dann andere? Dann kommt mal der und mal der. Dass man da wirklich so verschiedene Experten, sag ich mal, hat für die Bereiche. Also die Führer sind grundsätzlich diese allumfassende energetische Realität des Universums. Das ist die Energie, die alles umfasst, in der alles Wissen enthalten ist und die alle Dinge kennt, buchstäblich alle. Das ist aber eine zu abstrakte Vorstellung. Das ist die Vorstellung, die man sich so aus zeitgenössischen Modellen, die man so in der Physik hat, machen kann. Aber das ist zu abstrakt, damit kann man nicht arbeiten. Warum das zwei Gestalten sein müssen, die man vor sich sieht innerlich, ist, man muss dazu eine Beziehung aufbauen. Und eine Beziehung kann man nur dann aufbauen, wenn man das irgendwie identifizieren kann. Es empfiehlt sich, dass das zwei Menschen sind, mit denen man so ganz normal reden kann. Also so per Du. Sollten jetzt keine Verstorbenen sein, die man kennt oder irgendwas, wovon man eine konkrete Vorstellung hat. Einfach Gestalten, denen man vertraut oder die was eine bestimmte Bedeutung haben. Ist gar nicht so, man braucht sich gar nicht so konkrete Vorstellungen zu machen. Die Gestalten kommen schon so, wie sie sich zeigen wollen. Ja, wenn man an einem Strand ist, dann kommen einem vielleicht so am Anfang schon so Südseebewohner in den Sinn oder sowas. Vielleicht sind es aber auch Tiere. Die Tiere
drücken dann was Bestimmtes aus, ja, ein Bär und ein Puma oder sowas. Dann kann man auch fragen, warum zeigt ihr euch jetzt so? Die Form geben wir dann im Prinzip selber. Unbewusst. Ja, unbewusst. In der Regel ist das ein männliches und ein weibliches Wesen. Kann sein, dass das weibliche Wesen ganz klein ist. Oder dass das eins von den Wesen eine, ja, auch wie eine Comicfigur ist. Und wenn man dann fragt, was bedeutet das, dann kann es sein, dass das als Antwort kommt, du nimmst den und den Teil von uns oder auch von dir nicht ernst. Nimmst deine, wenn das weibliche Wesen zu klein ist, kleiner ist, kann das zum Beispiel heißen, du nimmst deine emotionale Seite nicht ernst. Also wird mit dem Ausdruck der Gestalten auch direkt ein Trigger für einen selber gesetzt, wo man auch noch dran zu arbeiten hat. Sehr Absolut, interessant. ja. Und dann muss man natürlich gleich anbeißen und sagen, ich möchte diese Ansicht oder diese Angewohnheit natürlich ändern. Und dann kann direkt was Schönes kommen. Danach ist das dann gelöst. Also Menschen, Tiere können auch Lichtwesen sein oder geometrische Figuren. Da gibt es eigentlich keine Regeln. Hauptsache sind zwei und man kann die erkennen innerlich in der Sitzung. Und je nachdem, wie man dann die Prozesse oder wie man dann an diesen Punkten gearbeitet hat, kann sich dann die Gestalt, die man wahrnimmt, dieser Wesen auch verändern oder anpassen an das aktuelle Ja, Level. es kann sein, dass sie eine ganze Reihe von Sitzungen ein bestimmtes Aussehen haben und sich dann irgendwann wandeln. Diese Antworten, die die geben, sind die dann auch visueller Natur eher, dass man sich da was vorstellt oder einem Verständnisprozess gleich oder wirklich auch, dass man wie eine Art akustische Stimme im Kopf wahrnimmt? Kommt darauf an, welchem Stadium man ist. Reingeführt in eine neue Thematik muss man über Gefühle und Symbole werden. Wenn man sehr geübt ist, dann kann es sein, dass man das regelrecht verbal vermittelt bekommt oder dass man das direkt niederschreiben kann, was da an Informationen kommt. Oder wenn man, wie ich eben sagte, wenn man so lange in einem neuen Gefühl war und Annehmlichkeit vermittelt bekommen hat und dann seine Fragen abschmettert, dann ist das wie, als ob einem 1000 Gedanken eingegeben werden. Also geht alles, je nach Situation und je nach dem, wie geübt man ist. Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen individuell. Die einen sind eher dann lastig, etwas zu sehen oder etwas zu hören oder die Gedanken aufzufassen. Oder ist das da doch schon sehr gemischt bei allen, dass da ähnliche Prozesse stattfinden? Es gibt natürlich individuelle Präferenzen, aber eigentlich es gibt so typische Arten von Vermittlung, die oft auftreten, bei jedem auftreten, ja. Hochspannend. Ich glaube, ich werde auch mal bei dir vorbeischauen zu so einem. Ja, gerne. Zu so einem Trainingsbasis. Bin auch angefixt. Ja. Da können wir ja später nach der Sendung nochmal sprechen. Dann wollte ich noch erzählen von dem, was man dann machen kann, wenn man die Grundtechnik beherrscht. In diesen 5 Tagen kann man natürlich gewisse Themen ansprechen und man kann dann unabhängig natürlich von mir oder dem jeweiligen Trainer, das selbstständig machen. Das ist ganz entscheidend. Man braucht das nicht, also man ist da nicht abhängig von einem Trainer oder sowas. Der Trainer ist da, dass man die Methode besser lernt und einen mental unterstützt. Aber man sollte dann zu Hause weiter üben. Dann umso mehr kommt man an, ja, an neue Informationen, umso besser ist das im Alltag nachher benutzbar. Und umso besser ist natürlich das Grundlevel, das man dabei hält. Ist ja nicht nur, dass man Informationen und neue Gefühle bekommt. Man hat immer ein höheres Level an Ausgeglichenheit nach den Übungen. Das hat natürlich auch eine allgemeine Auswirkung auf die psychische und gesundheitliche Verfassung. Also es ist eine voll für sich stehende Methode, die man in seinen Alltag integrieren kann. Auch egal wo. Man kann das im Zug machen, im Flugzeug oder zu Hause auf der Couch. Man muss natürlich eine gewisse Ungestörtheit sollte man sicherstellen. Also ich schmeiße auch jedes Mal den Kater raus, dass der nicht auf meinen Beinen sich plötzlich anfängt zu putzen. Das stört dann natürlich. Aber es ist nicht von irgendeiner Umgebung sonst abhängig. Und du sagtest am Anfang auch, dass die Nahtalmethode fast schon mit garantieren kann, dass man nur von, ich sage jetzt mal, guten Geistern geführt wird. Kann mir dann dementsprechend schon auch vorstellen, dass es
irgendwo auf der Welt Verirrungen gibt, die da nicht von dem Guten geleitet werden, ne? Also diese Garantie, die haben wir von höchster Stelle sozusagen. Ja, das unterstreiche ich auch. Wenn man das richtig anwendet, kann nie was passieren. Ist auch in 40 Jahren nie oder fast 50 Jahren seit den ersten Experimenten. Das war Gerd hier extrem wichtig und das ist auch immer so gewesen. Dazu sollte dann auch im Vorfeld diese Übertragung stattgefunden haben, von der du gesprochen hast, weil wenn man sich jetzt Muss, alleine ja. hinsetzt, kann das dann in diese, wie zuvor angesprochenen, gefährlicheren Situationen führen. Das muss als persönliche Übertragung initiiert werden, genau. Gesundheitliche Themen hast du gerade auch angesprochen. Ist das dann auch so, dass man, wenn man so gesundheitliche Leiden hat, dass man da auch reingehen kann? Wodurch werden die denn ausgelöst? Gibt es da bestimmte Prozesse, mit denen ich vielleicht auch meine Gesundheit an der und der Stelle verbessern kann? Ja, Das ist auch natürlich. möglich. Natürlich. Entweder ganz direkt. Du kannst sagen, ich habe Knieprobleme oder sowas. Sagst du gleich am Anfang. Und dann kann es sein, dass du einfach hingelegt wirst am Strand und die machen irgendwas. Deine Begleiter legen dir die Hände da auf, vielleicht am Knie, vielleicht aber auch am Ohrläppchen. Also die haben da sämtliches medizinische Wissen im Universum. So, die können alle sämtliche Zusammenhänge herstellen oder körperliche Regulationsmechanismen triggern, die nur irgendwie denkbar sind. Immer vorausgesetzt, man ist in der Lage, das zuzulassen. Das geht so Schicht für Schicht. Schicht für Schicht geht das immer besser, je geübter man ist. Kann sein, dass es so einfach ist. Kann sein, dass man in irgendwelchen Übungen, irgendwelchen anderen Szenarien hingeführt wird, meinetwegen, man kommt in den Raum, wo, meinetwegen in die Küche. Da liegt dann auf dem Tisch ein Essen, ist angerichtet. Und dann muss man fragen, was soll ich tun? Vielleicht hat man den Impuls, oh, jetzt will ich hier aber lecker essen, das ist mein Leibgericht. Ja, was soll ich tun? Immer fragen, was soll ich tun? Nicht denken, ah, ich weiß jetzt schon, was das ist. Dann hat man schon halb verloren. Nein, was soll ich jetzt tun? Ja, wirf das in den Müll. Kann kommen. Man denkt sich, ja, das ist mein Leibgericht, warum soll ich das jetzt in den Müll werfen? Ja, mach das mal. Sollte man dann tun? Okay, dann wirft man das in den Müll. Und plötzlich fühlt man sich irgendwie erleichtert. Message ist relativ offensichtlich hier. Das waren wahrscheinlich Sachen, die da drin oder Ta Komponenten, die da drin oder Zutaten, die da drin waren, die für einen ungesund sind. So kann einem sowas vermittelt werden. In dem Beispiel hängen ja da jetzt Gefühle dran, die man, wo was ist, was man schwer loslassen will, was man nicht so gerne macht. Also diese Überwindung, die man dann symbolisch macht, indem man sagt, ja, ich schmeiße das jetzt weg, obwohl ich erzogen bin, dass man kein Essen wegschmeißt, zum Beispiel, oder obwohl ich es gerne essen würde. Das ist so eine symbolische innere Überwindung, sich auf was zu trennen, was für einen nicht gut ist, aus übergeordneter Sicht. Und ja, vielleicht ist man irgendwie Glutenallergiker und das hat irgendwie Auswirkungen auf eine Entzündung im Knie oder sowas. Also gehört auch eine gewisse Hingabe dazu und auch ein Vertrauen an diese Geistführer, dass man dem ja, sich ja, Hingabe halt sich voll hingibt und dann auch loslässt, was man da glaubt, für sich sicher zu brauchen. Ja, genau. Also es ist ja nur in Anführungszeichen eine Übung. Man kann ja für die Dauer der Übung kann man ja mal das so folgen. Man muss ja nicht in Wirklichkeit sein Essen wegwerfen danach. Aber man kann ja hier mal so tun, als ob. Es sind Ja. eigentlich nur die zwei Grundenergien, ne? Entweder ich will lernen oder ich denke, ich wüsste alles. Ja, genau. Ja, wenn man glaubt zu wissen, da ist die Irreführung nicht weit. Ja. Und wenn man dann die Grundthemen, wenn man dann gearbeitet hat, dann gibt es natürlich Vertiefung. Man kann buchstäblich jedes Thema vertiefen mit Natal, das man sich nur vorstellen kann. Also zum Beispiel für Leute, die in Heilberufen tätig sind, gibt es ein Spezialseminar, da geht es speziell dann darum, dass man sich an Themen führen lässt, die für solche Berufe wichtig sind. Zum Beispiel, dass man neutraler ist bei Diagnosen, dass man nicht vorgefasste Meinungen da reinlegt. Oder wie geht man mit dem Patienten um, der nicht mitmacht bei der Therapie, die ich vorschlage? Oder sowas zum Beispiel. Der Teil, wo man dann übt, feinstoffliche Energien heilerisch zu lenken, das ist dann der einfache Teil. Das A und O,
Das ist, dass man den eigenen Charakter so optimiert, dass man durchlässig wird und dass man die eigene ethische Qualität verbessert. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, die ethische Qualität. Es geht ja bei allem, was man erfährt, darum, dass man so geschult wird, dass man sich im Zusammenspiel mit allem anderen, was ist, also mit seinen Freunden, seiner Familie, seinem Haustier, seiner Gesellschaft und dem ganzen Planeten, auf eine konstruktive Weise entwickelt. Da springt man über sehr viele Schatten und man revidiert sehr viele Meinungen. Am Ende tut es einem gut. Am Ende kommt man klüger raus, weil man erkannt hat, es ist zum Beispiel nicht meine Aufgabe, über andere Menschen zu urteilen, speziell über die, die mich immer gestört haben. Das ist also eine eigene ethische Optimierung. Steckt dahinter und ist so eine, ja, so ein bisschen so eine Hidden Agenda hinter der ganzen Sache. Kommst du mit dem Nahtheiltraining auch eventuell an die allgemeine Geschichte der Menschheit oder ist für dich nur dein individuelles Leben, Seele, Bild interessant? Man kommt an alles ran. Man kann sich an alles ranführen lassen, womit man emotional kompatibel ist. Ein Thema ist zum Beispiel die Zukunft. Natürlich ist es sehr interessant, was man selbst in der Zukunft macht, was man für Fähigkeiten hat, was man dann beruflich macht, natürlich, aber was einem dann zur Verfügung steht. Wenn man neutral genug ist, geübt genug ist, kann man natürlich auch mal rechts und links gucken. Wie sieht es dann aus auf der Welt? Was gibt es? Ist keine hundertprozentige Prophezeiung, aber man kann Trends erkennen zum Beispiel. Das ist ganz fantastisch für Leute, also für Unternehmer zum Beispiel, die Entscheidungen treffen müssen, wie stelle ich mein Unternehmen auf, auf was für Produkte setze ich oder was für Erfindungen gibt es in 10 Jahren, mit denen wir dann arbeiten können oder auch worauf ich jetzt schon hinarbeiten kann. Sowas. Oder was für Entscheidungen muss ich treffen, was für Entscheidungen sollte ich jetzt treffen, um meinen Anschlusskredit für meinen Hauskauf, um mich da richtig aufzustellen und sowas. Geht natürlich auch. Lohnt es sich, mich jetzt zu verschulden, ja. Also je geübter man ist und umso besser man das Prinzip Neutralität verinnerlicht hat, umso genauer sind die Informationen. Man hat nie eine hundertprozentige Trefferquote, aber man kommt tatsächlich an Trends, die so noch nicht sichtbar sind, was so ansteht in der Zukunft. Und wie ist gefühlt der Trend für dich? Für mich persönlich oder wie ich persönlich den allgemeinen Trend sehe? Noch beides. Der allgemeine Trend ist, ja gut, das ist meine gesamte Geschichte hat hier hingeführt. Und der allgemeine Trend ist, dass ich meinen früheren Beruf, den ich ergriffen habe, immer weiter zurücklasse und immer weiter mich betätige in geistiger Hinsicht. Das habe ich von Anfang an, ich habe von Anfang an, war das mein Wunsch und ich habe dann gesehen, ich muss einen relativ steinigen Weg eine Zeit lang gehen, um das zu verwirklichen. Das habe ich getan, so die letzten 20 Jahre, mehr oder weniger. Es löst sich, hat sich begonnen aufzulösen, in den letzten 2, 3 Jahren vielleicht, genau. Allgemein wird es nicht einfacher auf der Welt, in unserem Land. Es sind keine abrupten, großen Katastrophen geplant, aber der Trend wird sich nicht groß umkehren, den wir jetzt erleben. Und entscheidend ist, dass man sich immer richtig positioniert darum. Also man kann natürlich sich auch konzentrieren auf Misere oder auf das, was an Negativität auf einen zukommt. Aber wozu? Das zieht einen, darum geht es ja bei Nathal nicht. Es geht nicht darum, sich Dinge anzuschauen, die einen ängstigen oder die einen demotivieren. Es geht darum, dass man sich führen lässt. Auch unter schwierigen Bedingungen eventuell, was man auch gezielt üben, dass man sich nicht ablenken lässt von Störeinflüssen. Dass man nach wie vor in der Lage ist, kluge Entscheidungen zu treffen, was immer auf einen zukommt. Und dass man aus jeder Situation, auch wenn sie festgefahren scheint, dass man einen Ausweg findet. Man ist im Kontakt mit dem Universum. Das weiß alles. Das weiß auch jede noch so unwahrscheinliche Möglichkeit, wie man durch schwieriges Fahrwasser geführt werden kann. Das wäre jetzt, was ich
für die heutige Zeit mal so sage. Ja, wobei das ja auch schon so ein bisschen für mich beinhaltet, dass die Zukunft irgendwo festgeschrieben steht. Nee. Nach dem Konzept, oder? Sehe ich, also nach Also allem, was würde ich ich. auch nicht sagen, aber jetzt nach der Darstellung, wenn das Universum schon genau weiß, worauf es sich vorbereitet und welche Schritte man gehen sollte, um diese Zukunft bestmöglich bestreiten zu können, die da vor Ja. einem liegt. Ja, wir haben ja nach dem Trend gefragt, ne? Es sind immer Trends, es sind immer Wahrscheinlichkeiten, es sind immer wahrscheinliche Zukünfte. Es gibt so viele Zukunftsvoraussagen, die niemals eingetroffen sind, positive wie negative. Es sind immer, ich bin überzeugt, dass die Zukunft in jedem Augenblick entschieden wird. Von neuem. Und wenn man das bewusst macht, dann ist man ist nicht ausgeliefert den Trends. Auf der anderen Seite ist man selber nicht so wichtig. Auch wir als Menschheit sind eigentlich nicht besonders wichtig. Das widerspricht so ein bisschen dem Zeitgeist, weil wir sagen, ja, wir zerstören den Planeten, wir führen uns hier nicht gut auf und wir werden wahrscheinlich bald aussterben. Aber in diesen Sitzungen kommt eigentlich immer wieder, dass wir Kräften ausgesetzt sind, wir als gesamte Menschheit, die uns weit übersteigen und die uns gar nicht so, auf denen wir, ja, wir, es ist der Ozean, auf dem wir steuern müssen. Und vielleicht haben wir das Steuerrad mehr oder weniger in der Hand. Aber der Ozean, der lässt sich davon nicht beeindrucken. Wir müssen mit Wind und Wellen arbeiten. Also jeder Seefahrer hat das verinnerlicht, dass er so keine Bedingungen stellen kann an das, was da mit ihm geschieht. Er muss nur richtig navigieren können. Ich glaube, das ist das beste Bild, wie man der Zukunft begegnen kann. Dass die Grundstruktur des Universums sehr viele Aspekte beinhaltet, auf die wir keinerlei Einfluss haben, aber wir trotzdem auf diesen Aspekten oder auf diesen Gegebenheiten surfen können, wenn wir halt die Fähigkeiten haben, auch dort vernünftig navigieren zu können, Ja, um in dem Bild genau. zu bleiben. Also sehr viel an der menschlichen Geschichte und an den Trends, die wir auch heute beobachten, ist vielleicht gar nicht menschengemacht. Es kann sein, dass psychologische Massenphänomene eher abhängig sind von kosmologischen Einflüssen. Da gibt es, ich meine, für Astrologen ist das sowieso ein Gedanke, der nahe liegt. Aber vielleicht hat es auch mit der Sonnenaktivität zu tun oder der Anzahl der Sonnenflecken, wie viel politische Unruhe gerade herrscht. Ja, da deutet er viel darauf hin, Da dass so deutet ist. einiges darauf hin. Deswegen muss man sich auch nicht verrückt machen bei solchen Sachen. Wenn man natürlich dann ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, sozusagen um einen herum, muss man natürlich aufpassen. Aber dann hat man konkrete Probleme. Und man sollte sich nicht verrückt machen mit allgemeinen Dingen, auf die man keinen direkten Einfluss hat. Ist natürlich etwas ketzerisch. Natürlich muss man sich bemühen darum, um Umweltbewusstsein zum Beispiel auch. Aber man braucht sich jetzt nicht verrückt zu machen, dass man die Welt retten müsste oder dass man verdammt sei, wenn man bestimmte moralische Standards nicht erfüllt, die relativ willkürlich gesetzt sind. Das ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik, ja, und auch der Ja. Unterschied zwischen Glaube und Religion. Ich sehe das ähnlich. Genau, Unterschied zwischen Moral und Ethik. Sehr guter Unterschied, genau. Auch, dass man dann akzeptieren kann, dass Dinge so sind, wie sie sind, auf die man keinerlei Einfluss hat, aber dass man auch die Kraft hat, die Dinge, die man ändern kann, dann wirklich auch anzugehen und natürlich die Weisheit, beides zu unterscheiden. Ja. Ja, genau. Man kann dann eigentlich, wenn einem das bewusst wird, dass es da solche Kräfte gibt, dann kann man staunen, man kann fasziniert sein und vielleicht gibt es ja auch gute Kräfte. Mit Wir sind ja Sicherheit. so, wir sind ja ohnehin so gepolt, dass wir vor allem Negativität wahrnehmen. Sehr zu unserem Nachteil. Wir sollten Positivität wahrnehmen und uns auf Glücksgefühle konzentrieren. Nochmal ganz zum Anfang zurück. Glücksgefühle sind das A und O, dass A, die Übungen funktionieren. Zweitens, dass man gesund ist oder gesund wird und wohinter Wissen steckt. Ein paar andere Sachen fallen mir bestimmt auch noch ein, aber Glück ist das A und O, ist das, wonach wir alle suchen und was wir unbedingt üben müssen zu empfinden. Im Laufe der Übung
wird man Schritt für Schritt an immer intensivere, tiefere Gefühle geführt. Und das heißt auch immer intensivere und tiefere Gefühle von Annehmlichkeit und Glück. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben ganz wenige Worte, um das für dieses eine Wörtchen Glück. Eine von den weiterführenden Kursen beschäftigt sich zum Beispiel mit Empfindungen, die durch Musik oder Farben ausgelöst werden. Klingt im ersten Moment vielleicht so ein bisschen nach Klangtherapie oder Farbtherapie oder sowas. Nichts dergleichen. Da geht es um Transfers von Gefühlsintensitäten, die alles in den Schatten stellen, was man niemals kannte. Das geht dann so weit, dass man da liegt und denkt, ich könnte jetzt sterben. Ich bin zufrieden, vollkommen. Es geht über alles hinaus, was man irdisch irgendwie kannte und was irdisch auch irgendwie möglich sein wird. Aber das sind, ja, man kann es nur auf diese, ich kann es nur auf diese schauderhafte Weise andeuten. Man ist dem ausgesetzt und ist zu Tränen gerührt und zutiefst dankbar, dass man in der Lage ist, solche Intensitäten geschenkt zu bekommen. Das hat trotzdem einen irdischen Bezug auf das eigene Leben. Also, dass man diese glücklichen Zustände dann wirklich in Tiefe und Nachhaltigkeit findet und nicht so, wie es heute halt oft gemacht wird, dieses schnelle Wegwerfglück, mal eben kurz irgendwo den Dopaminschub abholen durch was auch immer. Ja, das ist wahrscheinlich, ja, wäre interessant, mal zu erforschen, auf welche Neurotransmittersysteme das geht. Ja, also bestimmt nicht der Dopaminschub. Nee, es ist keine Sinnesbefriedigung, es ist eine Art von, es ist ein Energietransfer. Tiefe Erfüllung auch. Tiefe Erfüllung. Wir haben gar keine Konzepte, das zu beschreiben, soweit es ist die Forschung nicht. Ich hab gesagt, Musik ist, ja, wir hören gerne Musik, das ist Sinngenuss. Aber da stecken noch irgendwelche anderen Mechanismen hinter, die wir gar nicht kennen. Das kann Dinge mit uns machen, das kann heilen, wir können Informationen darüber übermittelt bekommen. Und alles Mögliche, was wir uns auch nicht vorstellen können. Ja, Klänge und Frequenzen. Jede Emotion ist ja, glaube ich, auch sehr tief mit bestimmten Frequenzen und Tönen verbunden. Ich meine, das Prinzip fand ich schon immer faszinierend, dass egal wo auf der Welt man bestimmten Menschen irgendwelche Klänge vorspielt, dass die dann die gleiche Emotion hervorrufen. Ne? Dass man mal so eine schnellere Musik, dass da so ein bisschen mehr Action dann drin ist oder auch besinnlich oder ruhig oder traurig. Da gibt es ja keine individuelle Interpretation der Frequenzen und der Klänge, sondern das ist ja auch in jedem von uns einprogrammiert, dass diese Emotion mit der Wahrnehmung direkt in Verbindung steht. Ja, im Übrigen, solche Übungen, wie ich gerade sagte, natürlich ist das für Musiker was ganz Fantastisches, weil die natürlich, von sowas kommt natürlich Inspiration dann auch, künstlerisch oder wie auch immer. Aber es ist auch für einen Nicht-Musiker, ich habe jetzt überhaupt keine musikalische Ader, also nicht keine, die ich ausleben würde. Es funktioniert für jeden und es ist für jeden bereichernd. Also toll ist das, wenn das jemand dann solche Qualitäten dann verbreiten kann, aus so einem Gefühl heraus, was daraus entsteht. Ich habe gestern erst den Film Die Verurteilten geguckt und da gibt es ein wunderschönes Zitat über das Thema Musik, was der Hauptprotagonist in dem Film anbringt. Der sagt da was so jetzt frei nach dem Zitat: Es gibt etwas in Musik, was etwas in mir auslöst, was sie mir nicht nehmen können. Und das sagt er gerade als Gefangener halt. Das ist sehr spannend. Musik geht anscheinend über eine Emotions- oder Gefühlsebene, wo es egal ist, was für eine Sprache da benutzt wird oder so, das löst Informationen und Gefühle in einem aus, die davon weg sind. Innere Welten der absoluten Freiheit. Genau, ein Aspekt. Vielleicht ist es möglich, durch Musik Stein zu schmelzen. Oder Herzen. Und Herzen sowieso. Ja. Was ich bei Musik auch häufig erkenne bei mir selber ist, dass ich mich dadurch hochschwinge, aufschwinge oder schneller werde von meiner Frequenz. Und das hat auch viel mit meiner Freude zu tun. Und wo du eben beschrieben hast, wie sich diese außerweltlichen Freuden anfühlen könnten, da hat das das bei mir ausgelöst. Also ich denke, ich weiß, wovon du da redest, ja. Ja, hochspannendes Thema, dieses Natal-Training. Also ich denke, wir werden uns dann nächstes Jahr vielleicht wirklich mal sehen. Soweit schon sehr interessant. Eine der interessanten Sachen, die ich euch noch zeigen kann, das Bild hier hinter mir sieht man, hoffe ich. Soll ich mal direkt was teilen?
Okay, ich erzähle jetzt euch erstmal was über die Kryptogramme. Es gibt eine Art von Informationstransfer, die sehr faszinierend ist. Das sind die sogenannten Kryptogramme. Der erste, bei dem das aufgetreten ist, das war Gertjes Ehemann, der Philipp. Der hat, ich glaube, es war 1983, hat er plötzlich das Gefühl gehabt, er muss jetzt was schreiben. Und hat ein Blatt Papier genommen und hat angefangen zu schreiben. Und daraus kamen Schriftzeichen, die nicht zuzuordnen sind, die offensichtlich Schriftzeichen sind, aber keine bekannte Sprache. Wobei manche Ähnlichkeiten hatten mit Alpensumerisch oder Alpentibetisch oder sowas. Aber daraus kamen erstmal 11.000 eng beschriebene Seiten. Später hat sich das dann anders dargestellt in Form von farbigen Bildern. Das ist auch eine Art von Informationstransfer. Es gibt Leute, die bei der Betrachtung dieser Bilder erstens Faszination empfinden, bei sehr vielen. Zweitens, es gibt Leute, die sich tatsächlich davon beruhigt fühlen oder bei denen Krankheitssymptome verschwinden. Es ist eine Art von Transfer, der aus diesen höheren energetischen Ebenen in eine grafische Form gebracht wird. Ja, und der auf den Betrachter direkt wirkt. Und solche Bilder können Informationen enthalten über wissenschaftliche Zusammenhänge, über künstlerische Zusammenhänge natürlich. Und es ist eine Art von Kunststil, der sozusagen eine Erweiterung dessen darstellt, was wir als Schreiben normalerweise kennen. Es ist nicht lexikalisch zu übersetzen, was da an Schriftzeichen kommt, sondern es ist irgendwie eine Art von, ja, es ist eine Art von Informationstransfer, nicht zu klassifizieren nach unseren bisherigen Vorstellungen. Aber er ist hochgradig faszinierend und es ist hochgradig beglückend, sowohl das zu schreiben als auch das zu betrachten. Es scheint Und eine Ausdrucksform zu sein von höherdimensionalen Aspekten des Universums. Erinnert mich ein bisschen an die Voynich-Manuskripte hatte ich auch gerade im Kopf, ja. vom Zeichenstil her auch. Ich wollte auch sagen, da ist jetzt nichts wirklich, was man mit dem menschlichen Verstand greifbar daraus ableiten kann, wo man sagen kann, das bedeutet das und das ist so zu deuten, sondern das sind dann eher auch so individuelle Prozesse, die da mit den Menschen dann was machen, wenn man darauf schaut, oder? Ja, also während ich das male oder auch wenn der Philipp das malt, wir haben keine Vorstellung davon, was da geschieht. Natürlich kann man sich wünschen, ich möchte jetzt was haben zu dem und dem Thema oder für die und die Person. Und man greift dann automatisch zur Farbe und malt. Die Reihenfolge ist irgendwie, kann sein, dass ich zuerst das hier male und dann das da und dann das und also es ist weder linear in seinem Entstehen, noch hat man irgendein Gefühl davon, was dabei rauskommt. Erst irgendwann merkt man, das war jetzt der letzte Strich und dann kennt man die Bedeutung und einen Titel. Ach so, ich dachte, die Bedeutung wäre schon im Vorfeld die Intention, mit der man anfängt, das zu malen. Kann sein. Aber so einzelne Elemente kann man dann eine Bedeutung zuordnen manchmal. Auch die im vorigen Bild abgebildeten Grafik, die so an einen Torus erinnerten, das hat mich auch sehr an Kornkreisfeldermuster erinnert. Das habe ich, meine ich, mal im Kornkreis gesehen. Das sind ja auch Das? Kern- und Magnetprozesse so ein bisschen dargestellt, ne? Ja, das ist tatsächlich, sollte eine Art von Molekülmodell sein. Und da habe ich mir tatsächlich etwas gewünscht. Aber wie es sich dann ausdrückt, weiß ich nicht. Ich wollte eine Art von Symbol für ein Molekül haben. Ja. Und sowas kam dann. Also es löst auch voll was in mir aus, nur ich kann es gerade echt nicht mit dem Verstand greifen. Ja, es erinnert auch so ein bisschen an die visuelle Wahrnehmung in psychedelischen oder bewusstseinserweiterten Zuständen. Aber Teilweise, hallo. ne? Ja, manches sieht echt danach aus, ne? Aber es ist ein Ergebnis von hoher Konzentration und Glücksgefühlen. Also kann sein, dass man unter psychedelischen Substanzen in solche Bereiche teilweise Zugriff hat, aber man kann sie bestimmt nicht so strukturiert wiedergeben. Nicht auch währenddessen sowieso nicht, bin ich Nee. überzeugt. Und nicht so. Ja, nicht so, nicht so absichtlich, weil Psychedelika bringen sehr viel Chaos rein in diese
diese Dimension. Man kann ganz viele neue Strukturen und Sachen erkennen, aber da man nur mit einer Welle seines Bewusstseins wahrscheinlich unterwegs ist, fällt es einem schwer, das dann in die Realität mit hineinzuholen. Ja, man kann, wir können ja mal drüber direkt sprechen, wenn wir jetzt bei dem Thema sind. Bei psychedelischen Erfahrungen hat man ja auch eine ganze Menge unglaublicher Gefühle, auch an Intensitäten. Was meiner, auch meiner persönlichen Erfahrung nach nicht funktioniert, ist, dass man gezielt an irgendwelche höheren Sachen geführt wird. Es herrscht zu viel, man ist zu stark diesen Strömungen ausgeliefert, als dass das irgendwie strukturierbar wäre. Man muss ziemlich an den irdischen Sachen bleiben. Da liegt übrigens der fantastische therapeutische Nutzen von Psychedelika. An übergeordnete neue Informationen, an unbekannte Glücksgefühle, das geht nicht strukturiert. Dafür ist das, der Zustand, was ich vorhin beschrieben habe, solche Zustände müssen lange und ausdauernd erlebt werden. Das geht nur, wenn das wirklich aus dieser höheren Ebene ausgeglichen wird. Anders geht das nicht. Generell, wenn man auch mit so bewusstseinserweiternden Mitteln oder so sich da annähert oder damit zu tun hat, da ist die Gedankenhygiene und das eigene Feld zu beobachten mit das Wichtigste, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Man könnte, wenn man sehr geübt ist, könnte man so mal so Versuche machen, oder mit Leuten, die sehr geübt sind, wäre vielleicht auch spannend. Mir fällt keiner ein. Ja, diese Zustände öffnen ja meist auch erstmal gewisse Bewusstseinsräume und Vorstellungsebenen, die vorher ungreifbar schienen. Und in denen kann man dann später auch, wenn man sich dort zurechtfindet, einigermaßen dann doch etwas gezielter auch arbeiten oder schauen, dass man dann Prozesse bei sich selber auch entdeckt und gezielt auflöst. Gerade mit dem richtigen Umfeld oder mit Leuten, die da auch unterstützend dann einwirken in diesen Ebenen oder in diesen Phasen. Nenne ich es mal. Ja, genau. Ja. Ja, für mich sind das immer die beiden Energien, Kontrolle und Loslassen, mit denen ich da immer spiele oder arbeite, dann auch immer. Wo ist es wichtig, ja, zu handeln und die Kontrolle und so weiter zu mir zu generieren und wo muss ich einfach nur sein und kann alles loslassen? Bei Natal bist du jederzeit in der Lage, aufzustehen im Grunde genommen und zu sagen, ich will nicht mehr, ist natürlich nicht empfehlenswert, weil du, erstmal wird man keinen großen Anlass haben, weil es geschieht nichts Unangenehmes oder nichts Schlimmes. Aber alles, was geschieht, musst du aktiv wollen. Du musst aktiv über deinen Schatten springen wollen. Du wirst nie zu etwas gezwungen. Alles, was man wirklich will, muss man den Begleitern, den Führern ganz vehement sagen teilweise und zum Ausdruck bringen, dass die wirklich durch die Blockade durchgehen, dass die wirklich ein Schulen, dass man sagt, ich will mich wirklich ändern. Und wenn ich das noch nicht stark genug will, dann helft mir, es stärker zu wollen. Man muss da alle Register ziehen, dass man das klar ist, man meint es ernst Man bei verhandelt sowas. auch ein bisschen, scheint mir so. Das ist Ja, der nicht, eigene ja, Wille, nicht, ja. nicht wirklich, nicht, nicht wirklich verhandelt, man verhandelt nicht wirklich, aber man muss sich selbst überwinden. Da ist Und dann der das eigene ist. Wille, die bewusste Absicht, wirklich schon die treibende Kraft dahinter, die diesen Prozess dann anstößt und auch weiter fortführt. Ja, vielleicht reicht nicht, vielleicht reicht das, was man selbst als Wollen in dem Moment ansieht, reicht vielleicht noch nicht, weil man an einer anderen Stelle doch zu viel Angst hat. Oder ist, wenn man ganz ehrlich ist, doch nicht ernst genug meint. Das sind dann so Punkte, wo man am besten Einzelsitzungen macht, weil man dann lockerer ist, gelöster ist, weil ich dann die Tipps geben kann, wie man sich am besten verhält. Gibt es denn da vielleicht so ein paar Klassiker, die bei vielen Leuten als Blockade auftreten, wo du vielleicht schon mal so ein, zwei Tipps hättest, wie man damit umgehen könnte, wenn sowas auftritt? Klassiker sind eigentlich Unruhe. Unruhe ist das Grundthema. Unruhe überwindet man, indem man erstens sagt, ich möchte mehr innere Ruhe. Natürlich darf man dann nicht sagen, aber sofort.
widerspricht dich ja dann ein bisschen. Lieber Gott, schenk mir Geduld, aber sofort, nach dem Motto. Ne? Man spricht dann aus, ich möchte mehr innere Ruhe haben. Und dann muss man warten, bis die kommt. Das fällt dann teilweise schwer. Kann dann sein, dass die ganze Sitzung bald drauf geht. Und danach, nach anderthalb Stunden, ist man plötzlich ruhig. Ohne, dass man irgendwas gesehen hätte, ohne dass man durch große Szenarien gegangen wäre. Aber es hat funktioniert. Dann ist man dann meistens ein bisschen baff. Wie ist denn die emotionale Haltung, die man dabei einnehmen sollte? Ist es eher eine Bitte, dass man um etwas bittet, oder schon ein Verlangen sozusagen? Nee, eine Bitte, eine bescheidene Bitte. Mhm. Man ist gefordert, sich freiwillig, ja, unterordnen klingt ein bisschen schräg manchmal, aber man ist gefordert, sich freiwillig führen zu lassen immer und sich der höheren Intelligenz sozusagen anzuvertrauen, die dahinter steht. Das Universum ist nicht ein bisschen intelligenter als wir, es ist unendlich viel intelligenter als wir. Also man ist immer, man sollte sich das immer vor Augen führen und man ist gut beraten, darauf zu hören, was einem da vermittelt wird. Ja. Manchmal ist es nicht eindeutig, manchmal ist es einfach dann eben dunkel, weil man nicht vor, nicht zurückkommt. Kann passieren, dass nichts weiter in der Übung passiert, ist selten sowas, aber ich sage das jetzt nur, weil wir jetzt auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommen. Es kann sein, dass nichts weiter in der Übung passiert und am Ende ist aber irgendwas gelöst. Es gab mal bei der, die Gertje hat mir mal erzählt von einer Frau in einem Seminar, die war auf einem Ohr taub oder konnte ganz schlecht hören auf einem Ohr. Die ist in der ersten Sitzung gefragt worden, ob sie wieder hören können möchte auf dem Ohr. Hat sie gesagt, ja. Dann hatte die 5 Tage lang keine besonderen Erlebnisse. Die war immer am Strand und wurde behandelt. So war es, glaube ich. Aber hatte Ohrenschmerzen, immer stärker. Die Gertje hatte sich auch schon Sorgen gemacht, dass sie sagt, vielleicht muss sie zum Arzt. Ich weiß ja nicht, was da ist. Und am 5. Tag hat es dann plötzlich so gemacht und irgendwas hat sich gelöst und dann konnte sie wieder hören. Die Schmerzen waren weg. Sowas ist auch schon vorgekommen, will ich damit sagen. Und manchmal lohnt es sich, Geduld zu haben mit solchen Prozessen, weil es passiert garantiert was. Solange man das mit sich machen lässt, was da eben ist, auch wenn es scheinbar nichts ist, solange kriegt man eine Art von Bereicherung. Es kann sein, dass man die nicht klassifizieren kann, aber die passiert. Ja, dadurch, dass man sich in den Fluss des Universums begibt, können jegliche Knoten gelöst werden, die sich so angestaut haben im Laufe. Genau. Und man ist nicht in der Verantwortung, dass man selbst irgendwas machen müsste, im Grunde genommen. Also man ist nicht dafür verantwortlich, welche Gefühle man hat, welche Energien auf einen gerichtet werden. Man ist dafür verantwortlich, dass man ruhig und bescheiden ist und sich möglichst neutral verhält. Und natürlich positiv dem gegenübertritt. Und der Rest wird einem gemacht. Und dann können auch solche Dinge geschehen. Und dieser unendlichen Weisheit dann, wie du sagtest, auch mit der gebotenen Demut gegenübertreten. Mit der gebotenen Demut gegenübertreten, ganz genau. Besteht denn auch ein Interesse daran, aus anderen Sphären uns mit aufsteigen zu lassen? Oder sollen wir eher klein gehalten werden? Du kommst ausschließlich an Wesenheiten, die für deine Entwicklung positiv sind und die dir positiv gesonnen sind. Eins der spannenden weiterführenden Seminare, da geht es um Kontakte mit außerirdischen Seinsformen. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, was es alles an Geschichten gibt von Leuten, die von UFOs entführt wurden und sonst was, gibt ja teilweise das traumatische Erlebnisse. In den Übungen kann man solche Erlebnisse vertiefen. Man kann sich tatsächlich mal hinführen lassen zu solchen Wesenheiten. Erstmal geht das an Urängste, an den Selbsterhaltungstrieb. Das geht an, wir sind damit konfrontiert, dass wir unterlegen sind. Das Gefühl von Bedrohung ist ein Instinkt. Man ist dann, also man wird da sachte rangeführt natürlich. Man stellt am Ende fest, was ich da an Negativität reinprojiziere.
das geht von mir, was da an Negativität erlebt wird. Das sind negative Erwartungen. Ich kann nicht für jeden, ich spreche auf keinen Fall für jeden, der jemals da schlechte Erfahrungen gemacht hat mit sowas. Aber in den Übungen ist man, kann man zu diesen Wesen geführt werden und versteht die auf eine andere Weise, nämlich indem man emotional auf die eingestellt wird. Das ist etwas, was kein anderer kann. Ich glaube, also sowieso diese Gefühlsintensitäten sind einzigartig an Nathan. Und mit diesem Thema umgehen, da gibt es kein anderes Verfahren. Wenn man die Gefühle sich vom Universum selber führen lässt und die Gefühle für diese Wesen richtig einstellen lässt und dass man in eine gefühlsmäßige Übereinstimmung kommt, dann kann es zu einem Austausch kommen, der einem Erklärungen liefert. Die Erklärungen müssen einem nicht gefallen, aber sie sind befriedigend und positiv. Also so viel zu Wesenheiten, die einem eventuell, wenn du sagst, Wesenheiten, die einem eventuell nicht wohlgesonnen sind. Man kommt ausschließlich zu Wesenheiten, die einem wohlgesonnen sind. Und sogar bei solchen Wesenheiten kann sich herausstellen, die hat man falsch eingeschätzt aufgrund menschlicher Vorurteile. Man ist bereichert auf eine Art, die man ebenfalls nicht klassifizieren kann. Man kommt sich plötzlich als Mensch auf eine positive Art klein vor, sprich auf die Füße gestellt. Man schätzt seine Position richtig ein in so einem Kontakt, merkt seine eigene Begrenzung, merkt auch, dass deren Natur positiv ist, auch wenn die sich in der allgemeinen Wahrnehmung nicht so darstellt. Man hat danach verstanden, was für Gefühle da eine Rolle spielen und warum es so viele negative Projektionen gibt bei diesem Thema. Also dass die Regierung sich da verschworen hat, dass die Experimente mit Menschen machen, dass die was ich dass sie uns genetisch manipulieren etc. Danach merkt man, warum diese Gefühle sind derartig tief und solche starken Antriebe in uns, da kommt kein Politiker und kein Mensch, der sich jemals damit befasst hat, gegen an. Das sind die Motive, warum das verdrängt wird, das Thema. Und wenn es nicht verdrängt wird, warum es dann negativ gesehen wird. Die Motive sind also weder seitens der Außerirdischen noch seitens der Menschen negativ, aber sie überfordern emotional auf unserer Seite. Das ist jetzt ein Beispiel, was ein unheimlich fantastisches, was ein unheimlich faszinierendes Thema ist, was im Prinzip genau auf das hinaus will, was du sagtest. Also fremde Wesenheiten. Wir haben keine, das Universum ist von unglaublich vielen Wesen bevölkert, die können alle möglichen Arten von Absichten haben. Von der geistigen Führung, die ist all dem übergeordnet, wird man immer nur zu denen geführt, von denen man was lernen kann und die einem mindestens indifferent gegenüber sind. Also Zumindest nicht runterziehen. die einen auf keinen Fall runterziehen. Das würde ja auch nichts bringen. Das Universum ist darauf aus, dass es alle Dinge in Harmonie bringen will. Warum sollte man sich überhaupt befassen mit Wesenheiten, die einen runterziehen wollen? Sondern eher mit Wesenheiten, die einem auch in einer gewissen Resonanz entsprechen. Ganz genau. Du Ja. kriegst solche Kontakte, von denen du was lernen kannst, weil die auf deinem Niveau irgendwo sind, ja nicht unbedingt deiner Resonanz entsprechen. Du sollst ja deine Resonanz auch ändern dabei. Du sollst dich auf neue Erfahrungen einlassen. Es ist ja Teil von dem ganzen Prozess, der da im Universum abläuft, dass ganz verschiedene Wesenheiten zusammenkommen und Symbiosen eingehen. Deswegen sitzen wir nicht einfach nur hier und machen auch alles mit diesen beiden Geistführern, sondern wir werden an alle möglichen anderen Orte im Universum geführt und tauschen uns da aus. Und fast immer sind wir dabei, die Primitiven. Ist überhaupt kein Thema. Also man wird dahin geführt, wo man so die wissen, da kommen jetzt, wenn man jetzt auf einen anderen Planeten geht, da kommen jetzt Primitive von der Erde. Da sind wir ein bisschen nachsichtig. Also wenn die sich vielleicht ein bisschen
trampelmäßig verhalten oder so die Etikette hier nicht kennen. Ja, das sind so noch so gerade eben von den Bäumen runter, nach Gibt's dem da Motto. sowas, so ein Beispiel, wo man die geistige Etikette nicht einhalten konnte? Ganz lustiger Typ. Der hatte aber irgendwie nie einen Sinn dafür, dass man sich höflich verhalten muss. Der ist auf so einen anderen Planeten gekommen und da war irgendwie ein Wesen, das hatte so einen kurzen Elefantenrüssel im Gesicht und hatte irgendwie eine komische Farbe. Und sein Impuls war, sag, was hast du denn für eine Fresse? Und plopp war der sofort wieder auf der Erde. Und dann bekam er von seinem Begleiter gesagt, so aber nicht. Ja. Der fällt mir jetzt gerade spontan ein. Der hat immer so Geschichten gehabt. Irgendwie hat er das nicht rausbekommen. Und er hat sich immer so auf eine urkomische Weise daneben verhalten. Wenn der angefangen hat zu erzählen, wenn er dran war in der Runde mit dem Erzählen, haben sich schon alle gefreut. So, was hat der Peter jetzt wieder für ulkige Geschichten? Ja? Was anderes war, ja, jemand war da auf einem anderen Planeten, da stand so ein Motorrad wie bei Star Wars. Und da hat er sich raufgehetzt und ist losgedüst. Natürlich fragt man erst, ob man das da, man fragt erstmal den Besitzer, darf ich auf deinem Motorrad fahren? Ist nicht so, dass man da losgelöst von aller, man hat dann es gilt eine Etikette überall im Universum. Man kann da nicht einfach machen, was man will oder was der erste Impuls ist. Man muss sich da diszipliniert am Riemen reißen, teilweise. Ja, man hat Ja, schon eine sowas. gewisse Verhaltensverantwortung und dementsprechend auch Konsequenzen auf der Ebene dann. Ja, keine schlimmen, Nee, also aber man wird dann raus, also dann, nö, dann eben nicht, dann wird man wieder rausgeschickt aus dem Raum. meistens läuft davon aus, dass man einfach nichts bei rumkommt. Bedeutet das denn, dass die Planeten, zu denen man geistig reisen kann, dass die das dann auch mitkriegen, dass zu ihnen gereist wird und dass da welche von ihnen lernen oder wie? Da kann ich mir das vorstellen. Ja, bestimmt. Also, du hast ja irgendwelche fremden Wesen vor dir, mit denen. Das sind auch so bestimmte Etiketteregeln, die man einhält. Wie begrüßt man die? Wie verhält man sich höflich? Es gibt so eine Art von universelles Hallo und sowas alles. Und ja, mit denen tritt man in einen Austausch. Die können Wäre dann. dieses universelle Hallo, wie sagt man das? Der Satz lautet: Nee, möchte ich nicht sagen, ist dann Teil des Seminars, aber es gibt so eine Art universelles Hallo, ja. Okay, interessant. Was Natal benutzt. Also, wenn ich jetzt mich von meinem geistigen Führer auf andere Planeten leiten lasse oder mich mitnehmen lasse, dann bin ich ja in dem Moment, wo ich da hinreise, gerade ja nicht dreidimensional. Sobald ich dann aber auf diesem Planeten bin, habe ich wieder die menschlichen Wahrnehmungsgefühle-Ebenen oder wie fühlt sich das an? Alles wieder dreidimensional oder ist das alles noch auf geistiger Ebene? Es ist nicht so, dass du dann nicht mehr im Übungsraum wärst. Dein Körper ist da. Aber du bist psychisch, energetisch und mental dort. Das steigert sich natürlich im Laufe der Erfahrung und der Übung und auch in fortgeschrittenen Seminaren. Dann geht es dann gezielt darum, dass man sich richtig versetzt, regelrecht. Also es ist ein Irrtum von mir zu glauben, dass wenn man woanders auf dem Motorrad draufspringen will, dass man dafür sich setzen können muss und so weiter, dass man dafür seinen Körper braucht. Du hast die Vorstellung deines Körpers, mit der geschieht das. Aber das ist nichtsdestotrotz sehr real. Also es fühlt sich real an und für deine Wahrnehmung, dein Gehirn ist das real. Danach hast du, das ist wie wirklich Dasein. Ja, auf jeden Fall. Wenn in dieser Nachbesprechung dann ein gewisses Szenario geschildert wird, zum Beispiel jemand sagt, boah, ich war da an einem Ort auf einem Planeten, die hatten da total abgefahrene Technologie, da ist das und das passiert und das wird da gemacht, ist es dann auch möglich, dass man dann vielleicht sogar mit mehreren Teilnehmern der Gruppe jeweils die individuellen geistigen Führer darum bittet, gemeinsam an diesen Ort gebracht zu werden und dass man sich dort dann auch quasi treffen kann auf dieser Ebene? Ja, Gruppenausflug. Sowas schon Ausflug gemacht? kann man machen. Haben wir schon gemacht, ja. Genau, da wollten wir mal schauen, was da für bestimmte Technologie
auf dem und dem Planeten ist. Und das hatten wir vorher abgecheckt, was die, wohin wir erstmal gehen sollten. Und dann haben wir uns da von denen beraten lassen, genau. Und Ja. auch untereinander euch da dort auch dann gesehen und wahrgenommen. Haben wir das gemacht? Nee, ich glaube, das haben wir nicht gemacht, aber Weil könnte das man. wäre dann sehr interessant, wenn man sich im Nachhinein dann auch bestimmte Details gegenseitig schildern kann. Also auf jeden Fall kann man sich gegenseitig solche Sachen bestätigen. Wenn man jetzt das ist im Aufbaukurs 2, da macht man am Schluss ein Gruppenprojekt. Das heißt, man geht wirklich an ein bestimmtes Thema ran, das man als Projekt irgendeiner Art umsetzen will auf der Erde. Zum Beispiel gab mal eine Gruppe, die hat gemacht, das Museum der Gefühle. Kommen erstmal natürlich dann so Aspekte und Ideen. Man erzählt das dann einigt man sich auf eine Richtung und sagt, so dahin soll es jetzt gehen. Und in der nächsten Übung wird es dann schon konkreter. Und gut, im Kurs macht man das in zwei Übungen. Wenn man jetzt ein Team hätte, das so ausgebildet ist in der Firma oder in der Entwicklungsabteilung oder sowas, dann macht man das natürlich in mehreren Durchgängen. Und dann engt man das immer weiter ein und dann gibt es auch so diese Übereinstimmung, von denen du sprichst, wo dann auch eine Sicherheit entsteht, das ist jetzt wirklich so gemeint, das haben wir jetzt unabhängig voneinander so bekommen. Und das ist die Richtung, die es dann weitergeht. Und diese Zusammenkunft auf der Ebene wäre dann auch unabhängig natürlich von Raum und Zeit. Das heißt, wenn man da trainierte Leute hat, eine trainierte Gruppe, die vielleicht auch schon im Vorfeld zusammengearbeitet hat, dass man dann quasi aus dem Homeoffice heraus sich in diesem energetischen Büro irgendwo trifft und da an einem Projekt zusammenarbeitet. Auf jeden Fall, klar. Man kann eine ganze Menge Experimente machen. Also die Gerti hat mal mit mir und ein paar Leuten sowas gemacht. Wir sind sich zurückversetzen lassen in andere Leben. Und dann, während man da ist, mit der Sprache sprechen, die man damals gesprochen hat. Also wenn man in einem anderen Land gelebt hat, dann kann man das wachrufen. Und spannend ist dann, wenn man selber in der heute die Sprache nicht kann, aber wenn jemand im Raum ist, der die Sprache kann, mit einem dann sprechen kann. Das gibt sinnvolle Konversationen. Und dann kann man dieses Wissen über diese Sprache auch wirklich mit ins Alltagsbewusstsein nehmen. Sag mal, ich bin jetzt irgendwo in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche. Oder andersrum, ich habe jetzt eine Sprache, die ich früher mal gesprochen habe, heute aber nicht beherrsche und ich würde dann in dieses Land fahren, könnte ich mich dann wirklich auch verständigen mit dem Wissen. Also das ist jetzt innerhalb der Übung, geht sowas. Natürlich musst du dann, sowas kann natürlich ein Trigger sein, dass du dann ein besseres Gefühl für die Sprache bekommst. Aber es ist nicht so, dass du dann plötzlich den ganzen Wortschatz permanent präsent hättest. Das ist eher so eine Art unbewusstes Sprechen. Es gibt ein Spezialseminar Fremde Kulturen. Da kann man sich tatsächlich in ein anderes Land bringen lassen und kulturelle Gewohnheiten zeigen lassen, zum Beispiel. So, welche Gefühle wichtig sind, was als höflich gilt und sowas. Aber auch was für die Sprache wichtig ist. Und darüber kann man ein viel besseres Gefühl für die Sprache und für das Verhalten dieser Kultur erlangen. Und dann erlernt sich dann die Sprache viel leichter, wenn man dann da ist. Man kann auch sich in frühere Kulturen zurückversetzen lassen. Ganz spannend. Also alles, was es an Atlantissen gab, ist gespeichert natürlich. Man kann da hingehen und schauen, was war denn damals? Was hatten die für Technologien, die heute noch relevant wären für uns? Oder welche Ruinen sind davon übrig? Oder Ruinen, die man gefunden hat, wer hat da wirklich gelebt? Teilweise weiß man das ja gar nicht. So könnte man eventuell dann sogar vielleicht vergessene Technologien wieder neu erwecken hier in dieser Welt. Ja, zum Beispiel. Was ich vorhin erwähnt habe, das Beispiel, dass Musik Stein schmelzen kann, das wäre, war jetzt, war so eine Andeutung, was dabei rauskommen kann. An Wissen zu kommen ist einfach. Wenn man solche technologischen, was vielleicht wirklich ein Breakthrough wäre, natürlich heißt das nicht, dass man dann über Nacht die Welt damit verändern kann. Das heißt immer, man braucht dafür Ressourcen, man braucht dafür Mitarbeiter, man muss dafür eine Firma gründen und sonst was. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Also der Prozess, den Natal ermöglicht, für viele ist das, aus der Sicht von vielen ist das die Unmöglichkeit. Das ist ganz leicht.
Das hat man, das kann fast jeder lernen, wenn jemand begabt ist, kann der die fantastischsten Sachen am Fließband produzieren, die auch was in diesen 11.000 Seiten Kryptogrammen enthalten ist, was der Philipp gemalt hat. Das sind wissenschaftliche und technologische Zusammenhänge. Wenn man das beginnt, das zu übersetzen, dann können sonst was für, das ist weltbewegend. Aber man muss trotzdem das natürlich irdisch umsetzen. Man kann sich den Weg natürlich zeigen lassen, wo das hinführt, über welche Person man sich wenden kann eventuell. Das ist das, was die eigentliche Ausdauer braucht nachher, um es umzusetzen. Das ist dann die Königsdisziplin. Relativ einfach sind die Sachen im eigenen Leben umzusetzen. Welche Dinge soll ich wegschmeißen? Wie soll ich mich ernähren? Wo soll ich, in welche Stadt soll ich ziehen? Alles, was einen selber betrifft, hat man unmittelbar Einfluss drauf. Aber man kann nicht, und es ist vielleicht auch nicht die eigene Aufgabe, die Welt verändern oder nach seinen Vorstellungen formen. Es gibt Angebote, Potenziale. Es ist so ein bisschen wie die große Eiche im Park, die wirft pro Jahr 10.000 oder 100.000 Eicheln ab, wie auch immer. Wie viele davon wachsen zu Bäumen ran? Eins, zwei, keine Ahnung. Aber sie tut es trotzdem. Und so werden wir ausgestattet mit unheimlichen Mengen an Wissen. Vielleicht haben wir ja gar nicht die Disziplin, alles davon umzusetzen, aber ein Teil davon wird wirksam sein und das wird alleine uns schon unheimlich bereichern. Sind dir denn auch Fälle bekannt, wo jemand in so ein früheres Leben zurückgeführt wurde, dort gewisse Informationen und Erfahrungen nochmal aufnehmen oder wiedererleben konnte und aufgrund dessen dann hier wirklich in der physischen Welt gewisse Funde gemacht wurden, vielleicht irgendwelche bisher unentdeckten Ruinen oder Grabstätten oder irgendwelche Sachen, die vergraben wurden irgendwo? Gibt es da konkret solche Fälle, wo diese Informationen hier zu Funden geführt haben? Gute Frage. Also ich habe keinen erlebt in meinen Seminaren. Müsste ich mal den Philipp fragen, ob er so einen Fall kennt. Ist nicht ausgeschlossen. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch dass es gar nicht so einfach ist, so eine Art Breakthrough-Erfindung jetzt vom Jenseits ins Diesseits hier zu holen, weil es muss ja auch dem jetzigen Zeitgeist voll angepasst sein. Deshalb musst du ganz viel Feingefühl dafür haben, was dann jetzt der nächste Schritt dann ist und nicht 5 Schritte vorweggreifen. Es gab einige Erfindungen im Bereich alternative Medizin, die durch Nathan entstanden sind. Kannst du da ein Das, paar von nennen? so viel kann ich sagen. Nee, kann ich nicht. Denn erstens würden es die Urheber wahrscheinlich nicht wollen. Zweitens weiß ich es im Konkreten nicht oder ich weiß die Namen nicht mehr. Aber ja, manches davon wurde auch nicht umgesetzt oder wurden nur Prototypen gebaut. Eine Sache zum Beispiel, das war ein Gerät, das hat Schmerzen unterdrückt. Das war irgendetwas, was elektromagnetisch funktionierte. Und der Typ hat sich eine Nadel durch die Hand stecken können, während das angeschlossen war. Der war Chirurg. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also, soweit ich weiß, wird das nicht standardmäßig eingesetzt, aber sowas ging. Könnte man dann ohne Betäubung im Prinzip Operationen durchführen? Ja. Wenn man dann noch ein Gerät hat, das die Heilung anregt und die Wunden sofort wieder verschließt, wäre natürlich noch besser. Star Trek, ne? Star Eben, Trek ja. ist, Star, Star Trek ist zu brav und hat nicht, ist nicht wirklich kreativ. Und die haben, und selbst die haben sowas. Mirindayo gern nochmal angesprochen auch, der sich auch Säbel durch den Körper jagen konnte, ohne Blessuren davon zu tragen. Stimmt, es gibt solche Leute, die haben das irgendwie, bei denen geht das irgendwie, ja. Gut, aber das war ja dann nicht technologisch. Das ging ja durch die mentale Energie, die da umgesetzt wurde. Das ist auch technologisch. Wir wissen es nur noch nicht. Ja, wir wissen nicht, wo die Schnittstelle ist. Ich weiß auch nicht, wie dieses Gerät funktionierte. Vielleicht hat das ja solche Sachen angesprochen, die bei manchen irgendwie eine normale Körperfunktion sind. Keine Ahnung. Auch so Menschen wie Bruno Gröning, die damals zu ihrer Wirkzeit auch viel Heilenergie in die Menschheit getragen haben, denkst du, die haben da auch ähnliche Begegnungen gehabt? Alle, die solche Dinge konnten, die schöpfen aus dieser Quelle, aus der auch Natal schöpft. Und jemand wie Bruno Gröning, der war außerordentlich begabt, was Heilung anbelangt, der hatte auch die Schwierigkeit, dass er das in einem Umfeld machen musste, das eigentlich ja teilweise feindlich gesonnen war. Der hat dann ja unheimliche Probleme bekommen.
Und ist dann auch kaputt gegangen, soweit ich weiß, ja. Da wird man übrigens gewarnt. Wenn man jetzt meint, man hat jetzt die und die Fähigkeiten oder das Wissen, was soll man damit machen? Das muss man immer fragen. Man sollte nicht lospreschen und ja, man muss jetzt da die Welt mit retten. Ist eine edle Absicht, aber vielleicht ist es gar nicht so gesund auf der anderen Seite. Oder wenn, muss man fragen, wie soll ich das machen? Mit welchen Leuten soll ich das zusammen machen? Wie soll ich das einfädeln am besten? Worauf muss ich achten? Was könnte zu Problemen führen? Also wenn er das gemacht hätte, der wäre sicherlich noch, vielleicht hätte er manche Dinge vermeiden können. Also Das ist auch, also auch wer solche herausragende Fähigkeiten hat, der kann immer noch profitieren. Weil dieses an Wissen kommen, in der Qualität und in dieser Bandbreite über beliebige Themen, das kann, meines Wissens nach, kann es kein anderer. Ich habe mal jemanden erlebt bei Natal, der hatte auch tolle Heilkräfte. Der konnte das danach auch besser dosieren. Also man wird ja immer da abgeholt, wo man steht. Auch so jemand, der kann immer noch einen draufsetzen, sozusagen. aber so fantastisch diese Fähigkeiten und Erkenntnisse dann auch sein mögen, die man dort erlangt, man sollte immer das Universum erstmal um eine Okay bitten oder nachfragen, ob es gerade in Ordnung ist, das auch umzusetzen oder ob der Zeitgeist oder die Gesellschaft überhaupt dafür reif sind, diese Ideen dann hier auch in die Realität einzuflechten. Das Universum ist sehr großzügig und man kann davon ausgehen, dass man das gezeigt bekommt, was auch sinnvoll ist, umzusetzen. Man wird eher etwas bekommen, was wirklich schwierig ist und was bestimmt kein Selbstläufer ist. Vielleicht ja, vielleicht hat man Glück und schwimmt genau auf der Welle, aber fast immer sind es Sachen, für die man sich wirklich hinterklemmen muss und genau fragen, wie soll ich es umsetzen? Also man könnte jetzt nicht konkret nach so einem Selbstläufer bitten und dann, Doch, könnte man auch. weil dann würde Aber man ja. selbst dann muss man die Firmen, die Partner und so weiter finden, kann man natürlich fragen, welche sollen das sein, aus welcher Branche sollen die stammen. Und dann muss man ein Team von Leuten haben, die es dahinter klemmen. Also die Ressourcen sind wirklich das, was man dann haben muss. Oder dass man irgendwie kommen muss. Man braucht einen langen Atem. Das klingt ja wirklich nach einem unendlichen Potenzial an Möglichkeiten, Auf jeden Fall. dass man da freischaltet. Ja. Ich habe, ich kann, ich, ich kann noch mal zusammenfassen, betonen, es geht um Annehmlichkeit und Glück und um das eigene Gefühlspotenzial zu erweitern und den eigenen Charakter zu verbessern. Das ist so das A und O. Das hört sich genau nach dem Themenbereichen oder nach dem an, was ich gerade versuche umzusetzen für mich, ja. Perfekt. Und das mit den Informationen und das sind so die Bonbons, gewissermaßen. Die eigentliche Absicht dahinter ist, dass man sich selbst optimiert. Vor allem dann auch nicht andere retten will, sondern sich erstmal darauf konzentrieren sollte, sich selber zu retten und dann mit dem Gefühl von Wollen und Willen vernünftig umzugehen. Retten ist natürlich ein starkes Wort. Also selber sein Leben in eine positive Richtung lenken. Die bestmögliche Version seines Selbst werden zu können. Genau. Und wenn jemand das als seine Berufung empfindet und das auch aus höherer Sicht so ist, dass er anderen hilft, dann hat man die beste Hilfe, die man kriegen kann. Gilt für jeden Arzt oder jeden Heilpraktiker etc., aber auch für einen Gärtner, dass der Pflanzen hilft oder ein Tierarzt oder wie auch immer. Na klar, welche Nährstoffe braucht die Pflanze oder welche Nahrung braucht das Tier oder ich selber? Genau, oder für Mikroorganismen. Das kann ich noch zum Schluss sagen. Das sind spannende Versuche, die der auf der Philipp gemacht hatte mit Mikroorganismen, wo er sich mental darauf konzentriert hat. Und einmal waren es Legionellen, die sind abgeschwächt worden, also infektiöse Legionellen, wo die Erreger nach einem Tag waren sie deutlich abgeschwächt, nach 48 Stunden nicht mehr nachweisbar oder keine Aktivität mehr nachweisbar. Das andere war ein Organismus, das war Wasserkefir, der dazu gebracht wurde, ein Kunststoff zu erzeugen. Mit einfachsten Mitteln und mit einer Art Kombination aus mentaler Beeinflussung und einem Rezept, das
keinerlei Regel zu folgen schien. Also der musste zentrifugiert werden in unregelmäßigen Intervallen und mit unregelmäßigen Intensitäten. Zum Beispiel, das war Teil des Rezepts. Das ist so abgerufen worden. Und danach hat er andere Sachen gemacht. Man muss im Übrigen nicht verstehen, was da passiert. Es muss nicht im Einklang sein mit zeitgenössischen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Man muss einfach nur Anweisungen folgen und staunen, was dabei rauskommt. Nachher kann man erforschen, was hat das gemacht. Vielleicht kann man dann, sind da noch ein paar Nobelpreise drin oder sowas, wenn man den Mechanismus ergründet. Aber erstmal kann man es nutzen, konstruktiv. Erstmal akzeptieren, dass das so ist und diese Informationen schon etwas Ja. darlegen, was man nutzen kann. Und diese, ich habe, was ich jetzt an, jetzt habe ich es jetzt hab ich's angeschnitten, jetzt muss ich natürlich zu Ende sagen, das Projizieren von Energie geht zu heilerischen Zwecken natürlich, aber es ist, glaube ich, fast allgemein bekannt, kann man sagen. Also wenn man mit Pflanzen spricht, wachsen sie besser. Man kann das natürlich mit Pflanzen machen, man kann das auch mit Mikroorganismen machen. Man sollte sich nur mal vorstellen, was Genetik bedeuten kann, wenn man das so macht. Also alles, was der Gentechnik heute vorgeworfen wird, nämlich dass sie nicht im Einklang ist mit natürlichen Gesetzmäßigkeiten, dass Ungleichgewichte entstehen, dass man nicht weiß, was da passiert. Wenn man das so macht, dann ist man im Einklang mit universalen Gesetzmäßigkeiten und es kann im Grunde nichts schiefgehen. Man nimmt sie, man, es ist nicht die eigene Aktivität, man stellt sich nur als Medium zur Verfügung und der Organismus wird auf eine Weise verändert, der aus übergeordneter Sicht so gewollt ist, also positiv ist. Dass man durch diese Beschäftigung auf der Mentalebene dann auch die eigene Genetik quasi umprogrammieren kann. Das steht da nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ich habe jetzt erstmal von Mikroorganismen und sowas gesprochen. Okay. Achso, ich dachte jetzt, weil gerade der Bezug zu der DNA angesprochen wurde, dass das auch möglich ist, dann die eigene DNA wirklich zu optimieren, eventuell. Das ist die Krönung. Das ist die Krönung, ja. Bis dahin kann man gehen. Das stimmt. Und dann, ja, und dann eben nicht, wie die Gentechnik es macht mit technologischen Mitteln, sondern wirklich auf die natürliche Art und Weise, wie das Universum es wahrscheinlich vorgesehen hat. Ja, genau. Also, so weit geht es wirklich. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das ist ziemlich fortgeschritten dann, aber ja, so weit kann man tatsächlich gehen. Die Meisterklasse sozusagen. Ja. Sind denn da Gene noch unaktiv? Wahrscheinlich, ne? So müssen wir es nur wieder reaktivieren. Wahrscheinlich schon. Ich kann natürlich nicht sagen, was da tatsächlich in der Zelle passiert. Dazu bräuchte man Labore und diverse Forscher und müsste das öfters mal machen, sowas, solche Versuche und Versuchsreihen. Aber sagen wir, es ist das, was wir gesagt bekommen und was dann auch ja, Effekte hat auf den Körper. Ich glaube auch, dass ich meine DNA im Laufe meines Lebens auch schon verändert habe, weil jedes Mal, wenn ich mich wie ein neuer Mensch anfühle, glaube ich, hat das auch was damit gemacht. Das wissen wir ja, dass Gefühle auf die DNA wirken. So schwierig ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich behandeln lässt von diesen höheren Energien, weil man an neue Gefühle kommt. Natürlich hat das unmittelbar Einfluss auf mindestens auf epigenetische Faktoren. Also Epigenetik, das sind dann so, für den Fall, dass manche Zuschauer das nicht wissen, ist nicht, dass die DNA-Sequenz geändert wird, also die Basensequenz, sondern dass bestimmte Seitengruppen angehängt oder werden oder verschwinden, die Gene an- und ausschalten. Das ist sozusagen der Überbau der Genetik. Und man hat festgestellt, dass das durch Umwelteinflüsse verändert werden kann, aber auch und zu Umwelteinflüssen zählen auch Gefühle. Und starke Gefühle, wie sie in den Sitzungen auftreten, die wirken auf der Ebene. Und so werden auch wahrscheinlich Traumata auf zellulärer Ebene beseitigt. Ja, und dann auch Epigenetik über mehrere Generationen hinweg. Ist damit ja auch oft gemeint dann, oder? Das ist auch damit Dass gemeint, genau. es wirklich Sachen sind, zum Beispiel Kriegstraumata von vorherigen Generationen, die diesen Zuständen ausgesetzt gewesen sind, dass es dann auch auf nachfolgende Generationen abfärbt. Nicht nur von dem sozialen Verhalten her, sondern auch von dem Bauplan der Gene her. Oder dem Aktivierten. Das ist so, genau.
Ja, und auch da kann man ran und sowas auflösen, auch wenn es die Großmutter erlebt hat oder sowas. Wenn das in einem ist, dann sind das Gefühle, die kann man gezeigt bekommen und dann auch darum bitten, dass das gelöscht wird. Bis auf die genetische Ebene. Genau. Und danach ist was besser, was einen immer belastet hat. Ist denn ein Löschen da denn wirklich sinnvoll oder benötigt es das denn nicht auch, damit man der ist, der man ist, dass man durch den Prozess durchgegangen ist? Heißt ja nicht, dass du es vergisst, aber wenn du ein Trauma hast, dann willst du es ja, es soll dich ja nicht mehr so beeinflussen. Es ist einfach nur ausgeblendet dann, damit du. Sind ja oft auch Sachen, die einen Nicht unterbewusst belasten. ausgeblendet, nicht ausgeblendet, sondern sagen wir, du kommst an sowas, was deine Vorfahren mal erlebt haben, von ja, irgendwelche Kriegstraumata. Und du wirst natürlich da so rangeführt, dass du das aushalten kannst. Also, da war also große Angst, Entsetzen, Schmerzen, was auch immer. Du kriegst dann so einen Eindruck davon. Kann durchaus sein, dass es dich dann richtig durchschüttelt, dass du heulen musst. Ist alles nicht schlimm. Du bist immer geschützt. Dann löst sich das aber. Ist wie bei anderen Arten von Therapie. Deine Geistführer führen dich dahin und dosieren das so, dass du es auf die richtige Weise nochmal erleben kannst. Wenn das dann wichtig für dich ist, das sind Sachen, die man meistens in einer Einzelsitzung macht, dann sagt man eben Sachen wie, ich weiß, das war jetzt damals schlimm, aber also ich bitte darum, dass das jetzt gelöst wird. Ich möchte auch, dass die anderen dabei Frieden finden und dass das jetzt okay ist und dass die, wenn da noch irgendwie ja, ein Seelenanteil zum Beispiel steckt oder sowas, dass der jetzt auch ja, loslassen kann und dass deine Wesen ihn dann auch mitnehmen ins Licht, etc. Und dann, ganz wichtig, welche Gefühle sollten da sein, die sich noch nicht entwickeln konnten? Und was hat das auf mich für Auswirkungen im Alltag? Wahnsinnsthema, muss ich sagen. Gibt es da vielleicht noch, wir hatten ja vorhin, hattest du ja diese Sache mit dem Ohr erzählt, dass da auch eine spontane Heilung eingetreten ist. Gibt es da Ja. vielleicht noch so ein paar Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die man auch anbringen kann Ganz und nacherzählen kann? spannendes Beispiel war eine Frau, die hatte eine Hundeallergie. Die Gerti hatte immer Hunde, die waren auch immer im Seminar dabei, also waren immer gut erzogen. Die Frau hatte eine Hundeallergie. Das war auch eine Einzelsitzung dann mit der Gerti. Die ist in ihre Kindheit zurückgekommen und die hatten damals einen Hund, die Familie, irgendwie einen kleinen Dackel oder sowas. Und immer wenn der Papa von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann hat sich das Mädchen gefreut und der Hund hat sich aber auch gefreut und ist immer an ihr vorbei zur Tür und der Vater hat den Hund zuerst gestreichelt und sie immer erst als zweites begrüßt. Und irgendwie ist dadurch eine, ihr völlig unten, das war weder dem Vater seine Schuld, noch war der Hund irgendwie noch von dem Hund, aber irgendwie ist dadurch eine Aggression in ihr entstanden, was sich als Hundeallergie ausgedrückt hat. Und die war danach weg natürlich. Ich finde die Geschichte wirklich unglaublich, dass durch sowas entstehen kann. Es ist ein spannendes Beispiel dafür, wie unser Immunsystem funktionieren kann oder die Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem. Und ja, kann man sich da nur anfangen vorzustellen, was die ganzen Allergien, die wir so haben, für Ursachen haben können. Also aber was auf psychischer Ebene dahinter stecken kann. Also, das ist wirklich ein unglaubliches Beispiel. Ich erzähle das immer gerne wieder. Ja. Ja, sehr schönes Beispiel, wie dann so eine unterdrückte Kindheit oder unterdrückt nicht, wie so eine negativ wahrgenommene Kindheitserinnerung eine Emotion hervorruft, die sich dann irgendwie auch verselbstständigt und gerne gelebt werden möchte und dadurch dann unterbewusst diese Hundeallergie auslöst. Ja. Ja, da können wir jedem Menschen nur ganz viel Mut wünschen, dass sie endlich ihre eigenen Prozesse angehen und nicht sagen, oh, ich bin gebrandmarkt, ich habe eine Hundeallergie, ich kann nichts machen. Oder ich schmeiße mir jeden Tag einen Allergenblocker rein, der löst das Problem auch. Ne? Da gibt es Ja. wirklich nachhaltigere Methoden, offensichtlich. Ja. Gut, kurzfristig muss man sich natürlich helfen irgendwie. Aber wenn man an sowas kommt, dann hat man natürlich was permanent gelöst. Das ist immer zu bevorzugen. Das Problem an der Wurzel packen. Ja. Radikal. Das Universum ist
Und diese Energie, mit der wir arbeiten, die hat keine persönlichen Absichten, hat keine menschlichen Eigenschaften, aber es ist ihre Natur, dass sie alle Dinge dem innewohnenden Zweck zuführen möchte. In einem Sinne, der für alles positiv und bereichernd ist und es gibt nichts anderes. Mit dieser Kraft im Einklang zu sein, ist das Höchste, was man irdisch verwirklichen kann, glaube ich. Und was anderes braucht man nicht. Man braucht es auch für alle Zeiten danach nicht. Was hier geschieht, ist nicht nur für den Augenblick, das ist für die gesamte Entwicklung in allem, was danach kommt. Also ich meine, nicht nur für dieses Leben. Wie groß das Universum ist, das ahnen wir, wenn wir in den Nachthimmel gucken. Und wie viel es da zu entdecken gibt, das kann man beginnen zu erahnen, wenn man mal so ein paar Übungen gemacht hat. Es wird niemals langweilig werden. Und man wird niemals an einem Ende sein. Es gibt unendlich viel zu entdecken und unendlich viel Freude im Universum. Und das gilt es zu verwirklichen.